Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie so zahlreich zu unserem Fachgespräch zum Thema Syrien, Optionen für Einheit und Frieden hier im Sitzungssaal der CDU-CSU-Bundestagsfraktion begrüßen zu dürfen. Ich begrüße herzlich meine Kollegen Johann Wadepool, Herrn Radbahn, Kollegen Motschmann, Herrn Berger, Herrn Dr. Keim, Herr Professor Neumann, Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eigentlich hatten wir heute damit beginnen wollen, dass sozusagen die Runde in Genf im Hinblick auf die Syrien-Gespräche beginnt mit den innersyrischen Verhandlungen. Allerdings, Sie haben die aktuellen Nachrichten mitverfolgt und ich kann nur hoffen und wünschen, dass es doch in den nächsten Tagen gelingt, hier einen Konsens zu erzielen, dass diese Verhandlungen auch beginnen können. Ich kann nur unterstreichen, eigentlich, was unser Außenminister auch dort gesagt hat. Alle diejenigen, die bereit sind, einen positiven Beitrag in diesem Friedensprozess zu leisten, auch die mit einzubeziehen, das gilt natürlich nicht für Extremisten, die ganz anderes davor haben. Aber meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir uns im Wesentlichen hier zu beschäftigen haben, auch mit den Fragen, die eigentlich auch aufgenommen worden sind, bereits im November in den Verhandlungen in Wien, wo es ja doch konkret darum ging, einen konkreten Fahrplan zu vereinbaren, und zwar zwischen damals den Ländern Vereinigten Staaten von Amerika, Russland, Europäische Union, Saudi-Arabien, Iran. Und dieser Fahrplan eigentlich bedeutet hat, dass innerhalb von 6 Monaten die Voraussetzung für eine Übergangsregierung geschaffen werden soll, dass nach 18 Monaten Wahlen stattfinden sollen, dass über lokale Waffenruhen ein landesweiter Waffenstillstand erreicht werden soll und dass auch zu beenden sind der Einsatz von Fassbomben und die entsprechenden Angriffe von Mörsern und Raketen auf die Wohngebiete. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, dass Grundlage für diesen politischen Prozess sein muss die Einheit Syriens, die Unabhängigkeit, die territoriale Integrität, aber auch der säkulare Charakter des Landes und dass es wieder eine Stabilität und eine friedliche Entwicklung in dieser Region gibt. Und deshalb ist es, glaube ich, richtig, dass auch in diesem Plan mit einbezogen worden ist die Erarbeitung einer neuen Verfassung, freie Wahlen, allerdings Wahlen, an denen auch alle Syrer teilnehmen, auch diejenigen, die sich zwischenzeitlich im Ausland aufhalten, um hier zu einem wirklichen entsprechenden Wahlentscheidung auch zu kommen. Der Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels hat in der Paulskirche Navid Kermani formuliert, dieser Krieg kann nicht mehr allein in Syrien beendet werden, er kann nur von den Mächten beendet werden, die hinter den befeindeten Armeen und Milizen stehen, Iran, Türkei, die Golfstaaten, Russland, aber auch der Westen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade auch wenn man die aktuellen Entwicklungen gesehen hat, im Hinblick auf die Situation Saudi-Arabien und Iran, glaube ich, ist es richtig, dass wir gesagt haben, wir wollen weiterhin unseren Gesprächsfaden nutzen, um auch den Einfluss dort geltend zu machen. All diejenigen, die uns empfohlen haben, die Beziehungen abzubrechen, die haben damit deutlich gemacht, dass sie auch auf Einfluss verzichten. Und deshalb konnte das keine Alternative sein, auch wenn man über die eine oder andere Entwicklung, auch was das Thema Menschenrechtsverletzungen anbetrifft, natürlich dort andere Auffassung sein kann. Aber ich glaube, in diesem Prozess, um zu einer friedlichen Entwicklung zu kommen, sind alle Beteiligten hier von Bedeutung und müssen hier mit entsprechend einbezogen werden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man sich noch mal die Zahlen anschaut, über 250.000 Tote in diesem Bürgerkrieg in Syrien, 40.000 Menschen, die zwischenzeitlich eingekesselt sind, dort hungern in der Region, dass die Millionen Flüchtlinge, die wir feststellen konnten, hier in diesem Raum haben wir damals diesen Film Hawa gezeigt, wo es um die Situation der Jesiden ging. Wer gesehen hat,
wie dort auch teilweise ISIS in einer menschenverachtenden Art und Weise vorgeht. Die Männer hingerichtet wurden, die Frauen in einer Art und Weise missbraucht, dass sie teilweise zum Selbstmord geneigt haben. Dann glaube ich, kann man verstehen, dass Menschen in einer solchen Situation auch die Flucht ergreifen und dass wir auch in einer solchen Situation denjenigen, die in einer solchen Art und Weise bedroht sind, auch an der Seite stehen müssen. Und meine Damen und Herren, wir wollen diese Fragen jetzt im gesamten Umfeld hier diskutieren und deshalb freue ich mich zunächst auf die Eingangsstatements. Beginnen wird Jörn Wadephul. Er ist sowohl im Auswärtigen Ausschuss, aber ansonsten in verschiedenen Funktionen dieser Fraktion, aber ich darf eigentlich sagen, eigentlich unser Syrien-Experte hier in der Fraktion. Er wird mit einem entsprechenden Eingangsstatement beginnen. Dann wird das fortgesetzt von Herrn Berger vom Auswärtigen Amt, der im Grunde genommen eigentlich der Regionalbeauftragte ist für den Nahen und Mittleren Osten und auch noch einmal deutlich machen wird, die Rolle der Bundesregierung auch im Hinblick auf diesen Wiener Prozess. Dann Herr Dr. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der auch die sicherheitspolitische Verantwortung, aber wenn ich es richtig sehe, auch die Frage, wie die internationale Gemeinschaft zu einer tragfähigen Lösung kommen kann, mit in seinem Eingangsstatement einbeziehen wird. Dann folgt der Professor Peter Neumann vom King's College in London, der im Grunde genommen sich sehr intensiv beschäftigt hat, auch mit dem Thema IS-Terrorismus wirksam zu bekämpfen. Er hat ja das Buch geschrieben, Die neuen Dschihadisten, ISIS, Europa und die nächste Welle des Terrorismus. Und danach, nach diesen Eingangsstatements, werden wir in eine Diskussionsrunde gehen, die moderiert wird von unserem Kollegen Alexander Radwan, der auch Berichterstatter ist im Auswärtigen Ausschuss zu dem Thema Nahe und Mittlerer Osten. Und nachher wird alles zusammengefasst von unserer ebenfalls Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, Kollegin Elisabeth Motschmann, die ansonsten aber auch zuständig ist für den Bereich des Schutzes der Kulturgüter. Auch das ist ja ein Thema, das in diesem Prozess von Bedeutung ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe Herrn zitiert, der im Grunde genommen seine Rede abgeschlossen hat mit dem Thema zuletzt, bleibt allerdings Hoffnung. Und ich glaube, die Wiener Verhandlungen haben einen Anlass gegeben für Hoffnung. Und wir wollen unseren Beitrag leisten, dass wir alles unternehmen, um möglichst dazu beitragen zu können, dass dieser Wiener Prozess zum Erfolg geführt wird, dass die Waffen schweigen, dass dieser grausame Bürgerkrieg beendet werden kann. Und wenn wir dazu als Bundesregierung unseren Beitrag leisten, glaube ich, ist das ein ganz wichtiges Moment. In diesem Sinne wünsche ich unserer Tagung einen guten Verlauf und gebe nun das Wort weiter an Jörn Wadephul. Besten Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch namens der Arbeitsgruppe Auswärtiges ein herzliches Willkommen. Den Kollegen Jürgen Hart entschuldige ich, er ist erkrankt. Wir wünschen ihm von dieser Stelle gute Besserung. Herzlichen Dank auch Franz Josef Jung, der Fraktionsführung überhaupt, dass wir diese Tagung durchführen können. Syrien, der Konflikt dort, die gesamte Krise im Nahen Osten hat uns längst erreicht und es ist, glaube ich, gut und sinnvoll, auch an dieser Stelle darüber zu diskutieren, wie wir mitwirken können. Aus syrischer Sicht könnte die Bevölkerung uns vielleicht entgegenrufen, spät kommt ihr, doch ihr kommt. Denn viele, viele Jahre haben wir zugeschaut, haben wir nicht agiert. Aber jetzt ist in der Tat der Schwung der Nuklearverhandlungen, Franz Josef Jung hat es erwähnt, genutzt worden, um auch in einen Prozess hineinzukommen, einen Wiener Prozess hineinzukommen, der vielleicht verheißen kann, dass es eine Lösung gibt. Dabei muss man realistisch bleiben. De Mistura hat im letzten Jahr gesagt, er hat noch nie einen solch zynischen Krieg erlebt, bei dem jede Fraktion bis zum Letzten kämpft, um die Welt letztlich zu erzeugen, dass sie Recht hat. Und seine Erfahrung mit Konflikten sei, dass Konfliktparteien erst dann anfangen, miteinander zu reden, wenn sie keinen Sponsor mehr für ihren Konflikt finden. Wo mag das so sehr stimmen wie hier, wo wir genau wissen, dass nicht die Syrer an sich
nur im Streit miteinander sind, sondern dass natürlich das auch Züge eines Stellvertreterkrieges hat. Und deswegen war es so wichtig, war es so gut, dass auch Deutschland, der Außenminister, sich engagiert hat und den Schwung der Nuklearverhandlungen genutzt hat, um Iran zu überzeugen, jetzt nicht nur sich darum zu kümmern, dass das sozusagen iranische Problem mit der internationalen Gemeinschaft gelöst wird, sondern dass Iran auch eine Verantwortung für die Region hat, die darüber hinausgeht. Und man muss insgesamt feststellen, es gibt ja nicht nur den monolithischen Iran, sondern innerhalb des Iran auch unterschiedliche politische Kräfte. Aber aus meiner Wahrnehmung ist es insgesamt so, dass nicht nur das Nuklearabkommen, wir haben ja den Implementation Day erlebt, umgesetzt wird, dass es also eine doch überwiegende politische Bereitschaft gibt im Iran, das auch jetzt Wirklichkeit werden zu lassen, sondern dass es auch eine politische Bereitschaft im Iran gibt, insgesamt konstruktiv mitzuwirken an Lösungen in der Region. Das darf Saudi-Arabien, Franz Josef Jung hat das, finde ich, zu Recht erwähnt, auf keinen Fall ausschließen. Es war gut, dass Außenminister Steinmeier seine erste Reise nach Abschluss des Abkommens, und ich bin ja dabei gewesen mit einigen Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktion, gemacht hat, von Teheran nach Riad. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz klar sagen, wir dürfen unser Verhältnis zu Saudi-Arabien nicht allein durch innenpolitische Erwägungen hier in Deutschland definieren. Was auf keinen Fall heißt, dass wir unsere Werte relativieren oder dass wir das, was wir für richtig halten in Fragen der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit, in irgendeiner Weise aufgeben. Aber es ist doch vollkommen eindeutig, dass es völlig ausgeschlossen ist, diesen schrecklichen Konflikt zu lösen, ohne eine konstruktive Mitwirkung auch Saudi-Arabiens. Und Einfluss wird man auf dieses Land, auf dieses Regime nur dann haben, wenn man ihm sicherlich das vorhält, was man politisch an Werteordnung selber vertritt. Aber wenn man das in einer Art und Weise macht, dass man im Gespräch bleibt und dass man als konstruktiver Partner wahrgenommen wird, der dieses Land auch letzten Endes in Lösungen mit einbinden will. Wir haben hier Experten sitzen, die die Region und die Konfliktparteien recht gut kennen. Und ich würde sozusagen das, was es von der Einschätzung auch von Experten aus der Region immer wieder zu hören gibt, hier einmal nachfragen wollen und würde mir vielleicht die eine oder andere Antwort auch erwarten. Wie ist Ihre Einschätzung? Wollen die Saudis ernsthaft an einer positiven Lösung mitwirken? Haben sie ein eigenes Interesse daran, diesen Konflikt zu beruhigen? Kann man das ernst nehmen, was es da an Formierung der Opposition in Riad gegeben hat? Wie schätzen Sie das ein? Ich würde das vielleicht auch gerne mit in die Diskussionsrunde gleich mit hineinbringen. Der zweite Punkt, der mich interessiert ist, spielt, um Deutschland vielleicht ein bisschen hintanzustellen, spielt die Europäische Union in diesem Konflikt eigentlich eine hinreichend aktive Rolle? Oder könnte, müsste und sollte die Europäische Union möglicherweise als Motor Deutschland, nicht, weil wir uns besonders stark fühlen, aber sondern weil es da eine politische Bereitschaft, eine außenpolitische Bereitschaft gibt, das zu machen, sollte die Europäische Union nicht doch sehr viel stärker sich noch engagieren. Wenn man gerade jetzt die letzten Tage miterlebt, die Vorbereitung, Kollege Jung hat das erwähnt, der kommenden Verhandlungen, dann ist es doch wieder nur John Kerry, der am Schluss das Heft in die Hand nimmt und versucht, die Parteien an einen Tisch zu bekommen, offenkundig jetzt auch im konstruktiven Gespräch mit seinem Kollegen Lavrov, was ja insgesamt alles sehr begrüßenswert ist, aber stellt sich natürlich schon die Frage angesichts des Umstandes, dass dieser Konflikt vor der Haustür Europas stattfindet, ob Europa nicht diese Situation, bei Schönwetter lässt sich sowas manchmal schwieriger konstruieren, diese Situation nicht doch zum Anlass nehmen sollte, endlich zumindest mal bezogen auf einen wichtigen Konfliktherd, und Libyen ist wahrscheinlich der nächste, über den wir alsbald auch zu sprechen hätten, zum Anlass zu nehmen, wirklich eine konsistente gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in diesem Bereich zu formulieren. Ist das zu idealistisch? Gibt es da größere Erwartungen in der internationalen Gemeinschaft? Ich meine schon, dass jedenfalls Deutschland innerhalb der europäischen Diskussion und des Diskurses die Rolle desjenigen einnehmen sollte, der dazu ermutigt,
der dazu auch Vorleistungen erbringt und der sieht, dass ohne ein stärkeres europäisches Engagement wir hier nicht zu einer Lösung kommen. Und der dritte und letzte Bereich, den ich ansprechen möchte und wo mir so recht das Rezept noch fehlt, ist, wie tritt man, um nicht zu sagen bekämpft, wie tritt man denn jetzt dieser Form des Fundamentalismus, des islamistischen Fundamentalismus, meinetwegen in Form von IS, Daesh, wie immer Sie das nennen wollen, nun wirklich wirkungsvoll endgültig entgegen? Gibt es darauf wirklich eine militärische Antwort? Oder ist eine militärische Antwort vielleicht nur die erste Antwort? Und ist die zweite und die Hauptantwort nicht etwas anderes? Aber wie anders kann die Hauptantwort aussehen? Politisch, wirtschaftlich, gesellschaftspolitisch. Darauf scheint es mir in der internationalen Gemeinschaft bisher noch zu wenig Idee zu geben, wie diese Antwort aussehen könnte und was man machen könnte, angesichts dieses sich ja immer weiter ausbreitenden Phänomens Daesh. Es wird ja in der Region manchmal so verglichen mit fließendem Wasser. Ja? Wenn es irgendwo eingedämmt wird, dann fließt es in eine andere Ecke hinein und breitet sich dort aus. Und deswegen ist es natürlich auch nur, oder wäre es nur ein relativer Erfolg, wenn man jetzt optimistisch gesprochen in Syrien und Irak jetzt militärisch zu einem Erfolg käme, aber in anderen Regionen, beispielsweise Libyen, Zentralafrika, sich die ganze Geschichte fortsetzen würde. Das heißt, müssen wir nicht noch sehr viel mehr darüber nachdenken, wie wir versuchen können, die Wurzel des Übels zu erreichen. Über diese und andere Fragen wollen wir heute Nachmittag miteinander sprechen. Ich bin sehr froh, dass wir gute Experten hier bei uns haben und will gerne einen Beitrag dazu leisten, auch das eine oder andere politisch später noch in die Diskussion einzubringen. Zunächst herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, zunächst mal ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Und ich glaube, diese Veranstaltung hätte angesichts der öffentlichen Diskussion über den Beginn, hoffentlich bald beginnenden innersyrischen Dialog, auch nicht besser terminiert werden können. Ich werde mich in dieser unglaublichen Komplexität des Themas Syrien heute konzentrieren auf die Frage des Wiener Prozesses, des Verhandlungsprozesses, der Möglichkeiten, zu einer politischen Lösung zu kommen, und werde das Thema Islamischer Staat, denke ich, doch jetzt erstmal im Wesentlichen den beiden Kollegen überlassen, die sich im Zweifel in diesen Fragen dann auch genauer auskennen. Im März wird der Konflikt in Syrien in das sechste Jahr gehen. Und Herr Jung hat es schon gesagt, über 250.000 Tote, 4,5 Millionen Syrer sind ins Ausland geflohen. Weitere 6,5 Millionen, das dürfen wir nicht vergessen, sind innerhalb Syriens geflohen. Sie befinden sich also in anderen Landesteilen, vor allem in den vom Assad-Regime kontrollierten Gebieten. Und über 13,5 Millionen Menschen sind abhängig von Nahrungsmittelhilfe und Unterstützung der Vereinten Nationen. Und ich vermute, Sie alle werden vor ein paar Tagen die Bilder aus Madaya gesehen haben, diesem Ort, der ausgehungert wurde von Hisbollah und Regimekräften. 40.000 Menschen ungefähr, die stellvertretend stehen für über 400.000 Syrer, die von den verschiedenen Konfliktparteien im Moment in Enklaven, in abgeschnittenen Orten weiter ohne Nahrungsmittelversorgung ausgehungert werden. Hunger, der Kampf, die Abschneidung der humanitären Hilfe, das alles ist bedauernswerterweise Teil dieses grauenvollen Krieges. Und Herr Jung hat es schon gesagt, wir hatten die Nuklearverhandlungen mit dem Iran, die zu einem Abschluss gebracht werden konnten, und haben uns dann in der internationalen Gemeinschaft, auch vor allem mit den amerikanischen Partnern, mit den europäischen, überlegt, wie können wir es schaffen, die Dynamik aus diesem Prozess zu übertragen auf Syrien. Und ich glaube, man kann dieses Nuklearabkommen nicht hoch genug einschätzen in seiner Wirkung in die Region. Denn es ist das erste Mal, man kann sagen, seit über 20 Jahren,
dass man gezeigt hat im Nahen Osten, dass man mit diplomatischen Mitteln hochkomplexe Probleme politisch lösen kann. Und das hat nicht nur zwischen den Beteiligten ein Vertrauensverhältnis geschaffen, sondern es hat natürlich auch eine gewisse Dynamik in der Region erzeugt. Wir alle wissen, es gibt weiterhin große Bedenken, und diese großen Bedenken stehen zum guten Teil auch hinter diesen aufgeschaukelten Auseinandersetzungen, die wir seit Anfang des Jahres erleben zwischen Saudi-Arabien und Iran, wo wir ja die Befürchtung hatten und weiterhin haben, dass die sich negativ auswirken könnten auf die Verhandlungen. Aber die Frage, die sich eben aus Wien, aus diesen Nuklearverhandlungen ergeben hat, ist die Frage, wie können wir es schaffen, die wesentlichen Länder aus der Region an einen Tisch zu bringen, um das Thema Syrien zu lösen. Und es hat verschiedene Anläufe gegeben. Die letzte internationale Konferenz in Genf, damals noch unter Vermittler Brahimi, das war im Februar 2014, scheiterte nach wenigen Tagen. Und damals war eben kein Konsens internationaler Art vorhanden, dass man alle regionalen Akteure einbezieht. Die USA hatten damals eben noch entschieden, den Iran nicht am Tisch sitzen haben zu wollen. Und wir, kann man sagen, haben uns von Anfang an eigentlich dafür eingesetzt, zu sagen, wir werden eine Lösung nur dann erreichen, wenn alle Länder, die in diesem extrem komplexen Konflikt eine Rolle spielen, auch wirklich mit am Verhandlungstisch sitzen und mit eingebunden werden in die Suche nach einer Lösung. Und so gesehen war eine gewisse Logik in dieser Entwicklung zu sagen, wir hatten den Abschluss der Nuklearverhandlungen und dann, und hier, das hat Herr Wadepohl ja auch erwähnt, war es doch in erster Linie dem amerikanischen Außenminister Kerry zu verdanken, dass er die ersten Gespräche geführt hat mit Lavrov, mit Russland in Sochi. Das war noch im Sommer vor Abschluss der Nuklearverhandlungen, um etwas Vertrauen auch wieder aufzubauen, was eine mögliche gemeinsame Lösung in Syrien angehen kann. Und daraus ist dann im Herbst dieser Wiener Prozess entstanden. 17 Staaten, die an einem Tisch sitzen, die Arabische Liga, die Europäische Union, die Organisation Islamischer Staaten. Und interessanterweise ist es gelungen, eine gewisse Dynamik zu erzielen, weil alle Seiten, ich glaube alle Beteiligten, inzwischen verstanden haben, dass dieser Konflikt einer dringenden politischen Lösung bedarf. Und Herr Wadepohl, Sie hatten nach den saudischen Interessen gefragt. Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, aber ich glaube, im Wesentlichen geht es Saudi-Arabien auch darum, den Einfluss des Iran in der Region auch zu beschränken. Das heißt, es geht nicht nur um die Frage einer Ablösung oder Nichtablösung Assads, sondern auch darum, wer wird in Zukunft in Damaskus regieren und was bedeutet das auch für das gesamte regionale Gleichgewicht in diesem Konkurrenzkampf, den wir ja sehen, zwischen Iran auf der einen Seite und Saudi-Arabien. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir jetzt alle Parteien an diesem Tisch sitzen haben. Und man hat dann wirklich innerhalb von 2 Sitzungen es geschafft, wichtige Eckpunkte des Übergangs zu vereinbaren. Herr Jung hat es erwähnt, die Ausarbeitung einer Verfassung. Da hat sich eine Frist gesetzt von 6 Monaten, um zu einer Art Übergangsregierung zu kommen. Und man hat zumindest mal das Datum gesetzt, 18 Monate für freie und faire Wahlen. Und ganz wichtig, man hat sich noch einmal verständigt auf die Prinzipien des ersten Genfer Treffens, an die sich alle, die an einer Lösung mitwirken, halten müssen. Das bedeutet, es geht darum, die staatliche Einheit Syriens zu erhalten, seine Institutionen zu erhalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, und die Erfahrung aus Irak und aus Libyen hat gezeigt, wenn die Institutionen erst einmal auseinanderbrechen, dann ist der Wiederaufbau um Jahre zurückgeworfen. Deswegen Erhalt der Institutionen, Schutz der Minderheiten, ein säkularer und demokratischer Staat. Das ist die Zielvorstellung. Wir wissen alle, es wird ein weiter und sicher auch noch mit vielen Rückschlägen begleiteter Weg dorthin, aber auf diese Ziele haben sich alle Beteiligten verständigt.
Und dann kam im Grunde, nachdem die ersten Gespräche begonnen hatten, ich hatte das erwähnt, diese Gespräche in Sotschi, kam die sehr überraschende Entscheidung aus Moskau zu sagen, man interveniert militärisch in Syrien. Wir wissen alle, dass natürlich neben dem Iran Russland immer eine der Hauptstützen des syrischen Regimes gewesen ist, mit finanzieller Unterstützung, mit materieller Unterstützung. Aber die Tatsache, dass Putin sich eben entschieden hat, eigene militärische Mittel einzusetzen, ist doch eine dramatische Veränderung der Situation. Ich vermute, dass die russische Planung am Anfang vielleicht darauf ausgerichtet war, zu sagen, wir machen das für einen überschaubaren Zeitraum von ein paar Monaten. Aber inzwischen, glaube ich, wird jedem in Moskau klar sein, wer in diesen Konflikt in Syrien hineingeht, der muss auch eine Strategie finden, um dort wieder herauszukommen. Und aus unserer Sicht ist das russische Interesse an einer politischen Lösung auch damit zu begründen, dass Russland einen Ausweg, einen politischen Weg raus aus dieser Intervention benötigen wird, wenn man nicht dauerhaft in diesem Konflikt gefangen sein wird. Wir haben also gesehen, dass trotz dieses Rückschlags durch die russische Intervention und auch die Zuspitzung der Kämpfe, also wir können ganz klar beobachten, seit der russischen Intervention hat die Intensität der Kämpfe zugenommen, es gibt neue Flüchtlinge, es gibt mehr Flüchtlinge. Trotzdem hat diese russische Intervention zu einer gewissen auch politischen Dynamik geführt. Denn allen Beteiligten, auch den Staaten aus der Region, der Türkei, aber auch dem Iran, der abgelöst wurde als der zentrale Unterstützer Assads, ist deutlich geworden, wir müssen hier an einen Tisch kommen. Und die Tatsache eben, dass Kerry und Lavrov, Russland und die USA hier Hand in Hand arbeiten und das auch dadurch zum Ausdruck bringen, dass diese Wiener Gespräche von beiden gemeinsam organisiert und auch geleitet wurden, hat, glaube ich, doch ein gewisses Element, sagen wir mal, der Disziplinierung, aber auch der Konzentration auf den politischen Prozess zur Folge gehabt. Niemand, auch in der Region, will sich jetzt sagen lassen, er steht in diesem Prozess abseits. Und die größte Hürde, um Wien beginnen lassen zu können im Oktober, war, Saudi-Arabien und Iran davon zu überzeugen, dass sie beide mit gemeinsam am Tisch sitzen müssen und gemeinsam an diesen Lösungen arbeiten. Und es ist dann noch vor Jahresende gelungen mit der Resolution 2254, das, was in Wien vereinbart wurde, erstmals in einer Resolution des Sicherheitsrates zu überführen und damit nach fast 5 Jahren Krieg in Syrien eine politische Lösung als Gegenstand einer Sicherheitsratsresolution zu haben. Alle Resolutionen, die wir bisher hatten, waren der humanitären Hilfe, den Chemiewaffen und anderen Fragen gewidmet. Jetzt haben wir zum ersten Mal eine Resolution, die ausschließlich sich der Frage der politischen Lösung widmet und damit natürlich auch den Rahmen vorgibt für den weiteren Verhandlungsprozess. Die Frage, die sich natürlich jetzt alle stellen, ist, wie schaffen wir jetzt den Einstieg in die innersyrischen Verhandlungen? Denn das, was bisher stattgefunden hat, waren ja Diskussionen über Syrien. Das heißt, die Nachbarstaaten, alle Beteiligten reden über die Syrer. Wir reden auch mit den Syrern. Aber was wir wollen, ist, dass die entscheidenden politischen Fragen einer Übergangsregelung letztlich geklärt werden zwischen den Vertretern des Regimes und den Vertretern der Opposition. Und hier, muss ich sagen, hat Saudi-Arabien eine sehr positive Rolle gespielt. Saudi-Arabien hat noch im Dezember eine breite Oppositionskonferenz organisiert in Riad mit Vertretern aller Gruppierungen und hat daraus nicht nur eine politische Plattform entwickelt für die Verhandlungen, sondern daraus wurde auch eine, muss ich sagen, doch überraschend inklusive und breit zusammengesetzte Verhandlungsdelegation erstellt, die angeführt wird von einem früheren Premierminister, Riad Hijab, der auch vor ein paar Tagen hier in Berlin war.
Auf der anderen Seite argumentiert Russland damit, sie sagen, sie haben in Moskau Konferenzen organisiert mit Oppositionellen, die ihnen nahestehen, die Damaskus nahestehen. Und sie argumentieren vor allem damit mit den nordsyrischen Kurden, mit der PYD. Bei der PYD muss man dazu sagen, sie ist ein Stein des Disputs zwischen vielen Ländern, die an diesem Konflikt beteiligt sind. Für die Türkei ist sie eine Terrororganisation, weil sie der PKK nahesteht. Auf der anderen Seite muss man anerkennen, dass die PYD im Grunde die Gruppierung ist, die im Wesentlichen auch den Kampf gegen den Islamischen Staat, den sogenannten Islamischen Staat in Syrien trägt. Das heißt, sie spielt eine wichtige Rolle. Und deswegen ist es aus unserer Sicht auch selbstverständlich, dass sie in irgendeiner Form einbezogen werden muss. Sie ist aber keine Opposition per se, denn sie unterhält weiterhin engste Beziehungen zu Assad und zum Regime. Aber es ist keine Frage, dass diese Opposition oder beziehungsweise diese Gruppe auch einbezogen werden muss in die weiteren Gespräche. Im Grunde haben wir es also mit einem Versuch, eine Art Quadratur des Kreises zu tun. Wir haben die Regime-Delegation, wir haben die Oppositionsdelegation und wir müssen jetzt einen Weg finden, unter Leitung der UNO auch die Personen oder Gruppen zu identifizieren und zu beteiligen, die für eine Lösung in Syrien wichtig sind. Was sind die zentralen Fragen ansonsten? Ganz kurz gesagt, einer der zentralen Streitpunkte ist die Frage, wer ist eigentlich in diesem syrischen Konflikt Terrorist? Wer gehört zu den terroristischen Gruppen? Und Sie haben verfolgt, am Wochenende hat sich auch Außenminister Steinmeier dazu geäußert und hat gesagt, wir sind über den Moment hinweg, wo wir uns aussuchen können, mit wem wir reden. Islamistische Gruppen müssen Teil der Gespräche sein, aber nicht Terrorgruppen. Was damit gemeint ist, ist die Unterscheidung eben zwischen den Gruppierungen, die bereit sind, sich am politischen Prozess zu beteiligen, die die von mir genannten Prinzipien unterschrieben haben und die mitwirken wollen an einer politischen Lösung. Auf der anderen Seite gibt es die Gruppen, die gelistet sind vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als klare Terrorgruppen. Das ist in erster Linie der Islamische Staat, ISIS, in zweiter Gruppe die Nusra-Front und ansonsten noch zwei weitere Al-Qaida-Ableger. Die andere große Frage habe ich Ihnen schon erläutert, Opposition, wer gehört wirklich zur Opposition, wer kann für die Opposition reden? Und da kommt es uns natürlich auch darauf an, dass diejenigen, die nicht nur im Exil sitzen, die wichtig sind, aber vor allem diejenigen, die in Syrien Macht haben, über gewisse Gebiete Kontrolle ausüben, dass die eingebunden werden müssen auf der von mir genannten Grundlage in eine Lösung. Die Agenda dieser Gespräche ist vorgegeben durch den Sicherheitsrat. Und Herr Jung hat die Punkte genannt. Es geht um die Ausarbeitung einer neuen syrischen Verfassung. Und die Zeitfrist ist relativ knapp. Es sind 6 Monate. Das heißt, bis zum Sommer sollten die Syrer untereinander besprechen, wie sie die Verfassung ändern wollen, um einen Übergangsprozess einzuleiten. Diese ganzen Fortschritte, die wir bisher erzielt haben, die haben wir nur deshalb erzielt, weil wir die Kernfrage ausgeklammert haben. Und die Kernfrage, an der sich vieles festmacht, ist, wann geht Assad? Wenn wir diese Frage an den Anfang stellen, dann sprengen wir die Wiener Gespräche. Deswegen muss diese Frage schrittweise im politischen Prozess gelöst werden. Und der wichtigste Punkt ist die Änderung der Verfassung. Es muss eine Übergangsregierung geben, es muss einen Premierminister geben, der wirkliche Macht ausübt und nicht von Assad abhängt. Und aus unserer Sicht, aus Sicht der Bundesregierung, ist es nicht entscheidend, ob Assad zum 1. Juni geht oder zu einem späteren Zeitpunkt. Entscheidend ist aus unserer Sicht, dass ein echter Übergangsprozess stattfindet und eingeleitet wird und dass am Ende dieses Übergangs klar ist, wenn es freie und von der UNO überwachte Wahlen gibt, dass diese Wahlen und dieses neue Syrien ohne Assad stattfinden wird. Irgendwo in dieser Zeitspanne zwischen 6 Monaten und 18 Monaten muss der Übergang vollzogen werden, aber das muss nicht der erste Tag sein, weil das ansonsten für die Umsetzung der Gespräche schwierig werde. Die letzten Punkte, auf die ich noch eingehen will, Waffenruhe.
Aus unserer Sicht ist natürlich entscheidend, dass die Menschen in Syrien sehen, dass die Lage sich für sie verbessert. Und ich habe schon geschildert, die russische Intervention, die Luftangriffe, die ja eben nicht gegen den IS in erster Linie gerichtet sind, sondern gegen die gesamte Bandbreite der Opposition, haben eher zu einer Intensivierung der Kämpfe geführt. Sie haben das Blatt ein Stück weit gewendet, das Regime hat in einigen Gebieten wieder die Oberhand gewonnen und die Menschen haben in Syrien nicht das Gefühl, dass sie ihre Lage verbessert. Deswegen muss eines der wichtigsten Ziele sein, vertrauensbildende Maßnahmen. Vertrauensbildende Maßnahmen, die stehen in vielen UNO-Resolutionen. Das sind die von Herrn Jung genannten Fassbomben. Das ist die Freilassung von Gefangenen. Das ist das Beenden des Aushungerns von Menschen. Das ist das, der Zugang für humanitäre Hilfe. Das sind Dinge, die die Menschen direkt als eine Verbesserung ihrer Situation begreifen würden. Und daraus muss sich dann eine Dynamik entwickeln, die letztlich zu einer Waffenruhe in Syrien führt. Eine Waffenruhe bedeutet zwischen Opposition und Regime. Nicht gemeint mit der Waffenruhe ist der Islamische Staat, sondern im Grunde steht das Ziel dahinter, wenn es gelingt, einen politischen Prozess beginnen zu lassen, dass sich der Kampf dann irgendwann wirklich gegen den IS richtet und auf den IS konzentriert. Und leider haben wir eben gesehen, dass das Assad-Regime in den letzten 2 Jahren alles Mögliche gemacht hat, nämlich die Opposition zu bekämpfen, aber niemals den Islamischen Staat. Im Gegenteil, wir haben Kooperation gesehen in vielen Bereichen zwischen Assads Luftwaffe und den Einheiten des Islamischen Staates. Das heißt, es wird insgesamt noch ein sehr weiter Weg. Und diese Waffenruhe kann nur dann gelingen, wenn all diejenigen, die in Wien am Tisch sitzen und die Einfluss haben auf die verschiedenen Gruppen in Syrien, die sie unterstützen, die sie finanzieren, schiitische Milizen, iranische Kräfte, russische Hisbollah, wenn all diejenigen sich wirklich dazu verpflichten, sich an einer Waffenruhe zu beteiligen. Alleine die Schilderung, glaube ich, zeigt Ihnen, wie enorm diese Herausforderung für die Vereinten Nationen und die internationale Gemeinschaft ist. Daran wird gearbeitet, das wird das Ziel für die nächsten Monate bis zum Sommer. Die Hindernisse sind enorm und in der Zwischenzeit werden wir uns natürlich weiter darauf konzentrieren, humanitäre Hilfe zu leisten, gerade für die betroffenen Nachbarstaaten. Mein letzter Satz, es wird am 4. Februar in London eine Flüchtlingskonferenz geben zu Syrien, zu der Großbritannien, Deutschland, Kuwait und Norwegen eingeladen haben. Die Bundeskanzlerin wird dort teilnehmen und es wird darum gehen, den Nachbarstaaten die Mittel zur Verfügung zu stehen, auch der Türkei, vor allem Libanon, Jordanien, die unter der Flüchtlingskrise leiden, damit sie in der Lage sind, zumindest die Situation halbwegs in ihren Ländern zu stabilisieren. Vielen Dank. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite und ganz herzlichen Dank für die Einladung, heute vor Ihnen sprechen zu dürfen. Ich beschäftige mich bei der Stiftung Wissenschaft und Politik mit Sicherheitspolitik und von daher möchte ich auch eine sicherheitspolitische Perspektive anbieten. Also ich möchte meine 10 Minuten nutzen, um etwas zu sagen zur militärischen Kampagne und zu den militärischen Ereignissen in Syrien und so ein bisschen auf die jüngsten Monate abheben, vor allen Dingen so auch auf die Entwicklung seit der russischen Militärintervention vom September und will in der gebotenen Knappheit in 10 Minuten 4 Punkte machen. Ich will was sagen zur Einbettung des Konfliktes in das internationale System. Ich möchte was sagen zum militärischen Kampf gegen den IS. Wo stehen wir? Wo sind die Fallstricke? Was kann man aus den jüngsten Entwicklungen militärisch lernen? Und zu guter Letzt, was hat sich denn durch die russische Kriegsbeteiligung eigentlich verändert, militärisch wie politisch? Und da ich nur 10 Minuten habe, naturgemäß lasse ich mehr weg, als ich wirklich sage. Der erste Punkt, zur Einbettung des Konfliktes in das internationale System. Und da will ich einen Punkt an Sie herantragen, der politisch unbequem ist, analytisch aber interessant. Ich glaube, wir haben es mit einem Konflikt zu tun, und das hat Herr Wadepun ja bereits angesprochen, der sich auf 3 Konfliktebenen abspielt. Gleichzeitig, wir haben es mit einem innerstaatlichen Machtkonflikt zu tun, zwischen diversen Rebellengruppierungen, säkularer
und dschihadistischer Provenienz einerseits und der Regierung andererseits. Wir haben es mit einem intraregionalen Machtkonflikt zu tun, wo es um die regionale Führungsrolle geht, die regionalen Ordnungsvorstellungen, das ist gerade schon angesprochen worden. Auch die Akteure sind bereits genannt worden, von denen die wichtigsten der Iran ist, Saudi-Arabien und die Türkei. Und wir haben es mit einem internationalen Machtkonflikt zu tun, der sich sozusagen dort noch drauf gelegt hat, endgültig und für uns alle sichtbar mit dem russischen Eintritt, in den militärischen Eintritt in den Konflikt. Hier sind die Konfliktparteien sehr vage formuliert, Russland und der Westen. Das ist nicht wenig originell, das wird Ihnen relativ bereits vorher klar gewesen sein. Das Interessante ist daran, zwei Dinge. Erstens, die Zahl der Akteure, die bei jeder Regelung zufriedengestellt werden muss, ist exponentiell gestiegen. Und dementsprechend die Zahl der Akteure, die wir nennen das Vetomächte sind, also sozusagen aus eigenem Antrieb heraus all das torpedieren können, was Herr Berger angesprochen hat, was erreicht werden soll, ist exponentiell ebenfalls gestiegen. Und es erinnert frappierend, und jetzt kommt der analytisch interessante, politisch bedrückende Punkt, sozusagen die Verknüpfung der drei Konfliktebenen ähnelt doch sehr stark an bestimmte regionale Konflikte und Konfliktaustragungen während des Ost-West-Konfliktes, wo wir genau das hatten, nämlich eine regionale, also eine innerstaatliche Konfliktebene, eine intraregionale Konfliktebene und eine internationale Konfliktebene, die darüber gelegen hat. Natürlich unter völlig veränderten Vorzeichen, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich will nicht den Ost-West-Konflikt herbeireden, aber analytisch drängt sich der Vergleich doch auf. Und wenn man dann fragt, wie sind diese Konflikte denn ausgegangen oder wie sind diese Konflikte ausgetragen worden, und jetzt kommt der politisch unbequeme Teil, erstens in sehr langen Zeiträumen, unendliche Regionalkonflikte, nicht nur im Nahen Osten, aber auch da drängt sich der Vergleich fast auf, aber auch im südlichen Afrika, in Mittelamerika dauerten Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte. Zweite Lehre, die man aus dieser Konfliktaustragung ziehen kann, diese Konflikte kamen erst dann an ein Ende, wenn entweder sich die Struktur völlig auflöste, also bezogen auf den Ost-West-Konflikt, einer der Akteure wegfiel, die Sowjetunion, oder ein vollständiger außenpolitischer Paradigmenwechsel einzog, sozusagen Perestroika und Glasnost. Das wäre sozusagen die notwendige Voraussetzung, um diese Konfliktstruktur zu durchbrechen. Und jetzt wird es politisch unbequem, weil danach sieht es nicht aus. Und die dritte Ebene, und das macht es vielleicht auch nochmal politisch unbequem, und das ansonsten wahrscheinlich bereits beschwerliche Leben von Herrn Berger wird noch beschwerlicher, was ich gar nicht tun will. Die Autonomie der innerstaatlichen Akteure bleibt ja erhalten. Wir haben uns angewöhnt, ich mache das manchmal auch, von Stellvertreterkonflikten zu sprechen. Und das suggeriert ja so ein bisschen, als wären die Akteure vor Ort sozusagen nur Marionetten derer, die von außen an den Strippen ziehen. Was aber gar nicht stimmt. Sozusagen die individuelle Handlungsfreiheit dieser Akteure bleibt ja erhalten. Was das Ganze ja noch komplizierter macht. Sozusagen, damit ist die Agenda einmal ausgelegt, ist es eigentlich fürchterlich. Den zweiten Punkt, den ich an Sie herantragen will, ist, wo stehen wir denn mit dem militärischen Kampf gegen den IS? In den 18 Monaten, seit etwa vorvergangenen Jahres, muss man jetzt bereits sagen, hat die Anti-IS-Koalition, meine Zahlen, die ich jetzt an Sie herantrage, sind von Mitte Jahr, vom 10. Januar, 3.219 Luftangriffe in Syrien durchgeführt. Nur Syrien, ich spreche nur von Syrien, nicht vom Irak. Das heißt etwa 179 pro Monat, noch einmal runtergebrochen, 6 pro Tag. Zum Vergleich, die Libyen-Operation der NATO 2011 umfasste 50 Luftangriffe pro Tag und die Irak-Operation der USA 2003 300 Luftangriffe pro Tag. Das Ergebnis muss nicht besser oder schlechter sein, das ist gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Mein Punkt, auf den ich hinaus will, entgegen der politischen Prioritätensetzung, die häufig auch von der amerikanischen Administration suggeriert wird, genießt die Luftangriffe in Syrien keine sonderliche Priorität. 6 pro Tag ist keine intensive Luftkampagne. Anders würde ich das Bild bewerten, wenn wir über den Irak sprechen. Aber das ist ja heute nicht explizit das Thema. Da ist die Zahl der Luftschläge nahezu genau doppelt so hoch, auch mit einer anderen Beteiligung. Nach Angaben des Pentagons sind über 20.000 relevante IS-Ziele zerstört oder beschädigt worden. Wobei ich einen K-Wert machen würde. Im Moment laufen Untersuchungen zu politisch gewollten Beschönigungen in der US-Administration, was man denn im Kampf gegen den IS erreicht haben würde, die man vielleicht politisch nachvollziehen kann, aber die doch einige Erfolgsmeldungen der letzten anderthalb Jahre in einem etwas anderen Licht erscheinen lassen. Also vieles von dem, was sozusagen vor einem Jahr suggeriert worden ist, der IS stünde kurz vor dem Zusammenbruch, hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Da hat, glaube ich, sozusagen der politische Wille gegenüber den Realitäten gesiegt. Die Rolle der Alliierten, also der nicht
amerikanischen Luftangriffe in Syrien oder über Syrien ist überschaubar, 190. Zu Beginn noch mit einer Beteiligung aus der Region selber, von Bahrain, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die jedoch mittlerweile eine andere sicherheitspolitische Priorität haben, die das Ganze ja auch nochmal kompliziert, nämlich den Jemenkrieg, der seit einiger Zeit die militärischen Kräfte sozusagen umgelenkt hat. Und dass das ein Defizit ist, auch in der Wahrnehmung der USA, sozusagen auch in unserer Wahrnehmung sein sollte, lässt sich aus dem etwas frustriert klingenden Appell von Ashton Carter, dem amerikanischen Verteidigungsminister, just aus der vergangenen Woche noch einmal ablesen, wo er sozusagen dieses Defizit öffentlich gemacht hat und zu einer größeren Beteiligung gerade arabischer Verbündeter aufgerufen hat. Wo stehen wir? Der IS ist zurückgedrängt und geschwächt, soweit würde ich mitgehen, vor allen Dingen, wenn es um großflächige militärische Operationen geht, diese durchzuführen, diese Fähigkeit ist beschränkt, aber ich wäre zumindest weit davon entfernt, ihn als militärischen oder politischen Akteur vollständig bereits abzuschreiben. Ein bestimmtes Grundmuster begegnet uns immer wieder, auf Druck der Alliierten reagiert der IS mit regen Gegendruck andernorts, mit territorialen Zugewinnen, zuletzt gerade im Osten Syriens. Auch die russische Luftwaffe oder die russischen Luftangriffe gegen Rebellen im Norden und den IS im Osten beginnen langsam, aber stetig Wirkung zu zeigen. 1100 Rebellen sind aufgrund von russischen Luftangriffen aller Voraussicht nach getötet worden. 900 IS-Kämpfer, 1000 Zivilisten. Aber der entscheidende Punkt ist die politische Folgewirkung, dass nämlich pragmatische und nationalistische Rebellen sukzessive durch radikale Dschihadisten verdrängt werden, sozusagen mit entsprechenden Folgen für den Friedensprozess. Und jüngste Meldungen aus der vergangenen Woche deuten ganz vorsichtig ja darauf hin, dass eine weitere Luftwaffenbasis gerade im Nordosten nahe der Kurdengebiete eröffnet werden soll. Also es deutet nichts darauf hin, dass Russland seine militärischen Kapazitäten reduziert oder sogar auf einem gleichen Niveau verharrt, sondern sogar ausbaut. Wie geht es weiter? Das nächste Treffen der Anti-IS-Koalition wird in 2 Wochen stattfinden, am Rande des NATO-Verteidigungsministertreffens am 10.11. Februar. Ashton Carter hat angedeutet, jetzt ging es darum, die Isolation von Raqqa zu bewirken und es werde weiterhin keine Koordination der militärischen Tätigkeiten mit Russland geben. Was kann man aus den von mir angesprochenen Fortschritten lernen? Und da hebe ich weniger auf Syrien ab, sondern vor allen Dingen auf den Irak. Da hat es ja in der Vergangenheit und gerade in der jüngsten Vergangenheit einige Fortschritte im militärischen Kampf gegen den IS gegeben. Und ich denke an die Rückeroberung von Ramadi. Und sicherlich gibt es kein Patentrezept, aber aus dieser Rückeroberung lässt sich zumindest eine Kombination von Elementen vielleicht herausdestillieren, die verheißungsvoll sein könnten. Erstens, das erste Element wäre besser ausgebildete und loyalere staatliche Sicherheitskräfte als zuvor. Das zweite Element wäre die Wirkung andauernder und intensiverer alliierter Luftschläge. Und das dritte Element wäre die Einbindung lokaler, in diesem konkreten Falle sunnitischer Milizen, zumindest für einen Übergang. Das Problem ist, diese Gleichung, die man so im Irak machen kann, lässt sich eben nicht 1:1 auf Syrien zu übertragen, weil wir in Syrien eben keine Regierung haben, die als weitgehend legitim erachtet wird und entsprechend internationale Unterstützung erfährt, wie das zumindest ja im Irak der Fall ist. Und wir haben eben, das habe ich ja eben angesprochen, nicht denselben Umfang westlicher Unterstützung. Während im Irak trotz aller Defizite, also von einer mehrdimensionalen, sozusagen auch kohärenten militärischen Strategie aus mehreren Elementen ausgegangen werden kann, stehen die westlichen Bemühungen, militärischen Bemühungen in Syrien doch eher isoliert da. Und der vierte Punkt, und dann will ich auch schon zum Einstieg des Bewenden sein lassen, was hat denn eigentlich die russische Kriegsbeteiligung seit September verändert? Offensichtlich will Russland, das hatten Sie ja auch gerade bereits angesprochen, mit der Militärintervention mehrere unterschiedliche Ziele erreichen. Auf operativer Ebene verfolgt Moskau offensichtlich das Ziel, das Assad-Regime vor Oppositionellen jeglicher Art zu schützen und nicht nur gegen den IS. Ein Blick auf die Region Syriens, in denen es bisher zu russischen Luftangriffen gekommen ist, macht deutlich, dass offenbar die oppositionellen Gruppierungen im Norden des Landes und an den Rändern der von Assads Truppen kontrollierten Gebiete bekämpft und Enklaven der Rebellen zerschlagen werden sollen. Der Kampf gegen den IS scheint demnach zumindest zurzeit, das mag sich ändern, wir sprechen von zurzeit, zumindest von nachrangiger Bedeutung sein. Mein Punkt ist nicht, der findet gar nicht statt, aber er hat nachrangige Bedeutung und eher ein Teil der Legitimation zu sein, die das russische Engagement eben politisch rechtfertigen soll. Zumindest deutet die Zielauswahl, die ich ja bereits eben angesprochen habe, in diese Richtung.
Das strategische Ziel lautet also offensichtlich, bis auf Weiteres, die Aufrechterhaltung eines alawitischen Kerns Syriens zu gewährleisten. Und erreicht wird dies unter anderem durch die Schaffung einer unerklärten, aber de facto doch vorhandenen Flugverbotszone für die westliche Anti-IS-Koalition über Teilen Syriens, deren Wirkung eben auch durch entsprechende rudimentäre Vereinbarungen zum De-Conflicting zwischen den USA und Russland kaum gemindert wird. Auch die Überlegung, die sich nicht manifestiert hat, aber die doch öffentlich geworden ist, Teile der russischen Schwarzmeerflotte in das östliche Mittelmeer zu verlegen, deutet doch darauf hin, dass es diesem Ziel dient und könnte als Beitrag zu dem Bestreben gedeutet werden, anderen militärischen Kräften, konkret der westlichen inspirierten Anti-IS-Allianz, ein Eindringen in das Operationsgebiet zu erschweren oder sie daran zu hindern oder die Operationsfreiheit in diesem Gebiet einzuschränken. Gleichzeitig, und das ist sozusagen die spiegelbildliche Facette dazu oder Perspektive dazu, ist Moskau bestrebt, durch die Bildung einer Art Gegenallianz mit Syrien, im Iran und Irak zu demonstrieren, dass dieses Bündnis wirkungsvoller gegen den IS agiert als die von den USA angeführte Koalition und zudem über eine größere Legitimationsbasis verfügt, da sie auf die Initiative der jeweiligen Regierung zurückgeht und lokale Partner einbezieht. Und dieser Vorteil der russischen Position ist noch einmal dadurch deutlich geworden, dass die US-Regierung im letzten Herbst ja ihr Programm einstellen musste, ihr Trainings- und Ausrüstungsprogramm für syrische Rebellen, das sie ein Jahr vorher erst aufgelegt hatte. Mit einer, nennen wir es ganz vorsichtig, bescheidenen Bilanz, als sie öffentlich einräumen müsste, gerade einmal 50 Kämpfer ausgebildet zu haben. Dementsprechend, und das mag uns vielleicht sozusagen aus einer westlichen Perspektive unbequem vorkommen, aber ich kann es leider nicht wegleugnen, hat Moskau einen strategischen Vorteil, weil Moskau auf Partner am Boden verweisen kann, wohingegen der Westen das nicht oder zumindest nicht in diesem Umfang tun kann, weil die USA jetzt erst dazu übergegangen sind, existierende Gruppen zu unterstützen, sozusagen seit dem Herbst erst dazu gekommen sind, einen Paradigmenwechsel in dieser Frage einzuleiten. Es ist ganz offensichtlich, dass Präsident Putin den Westen, also uns alle, in Syrien überrascht hat und die Rahmenbedingungen für den Kampf gegen den IS und für die Einhegung des syrischen Bürgerkrieges damit erheblich verändert hat. In welchem Maße dies ein Rückschlag sein wird für den Kampf gegen den IS in Syrien und auch natürlich im Irak, wird von der Kooperationsbereitschaft Russlands und der USA in den kommenden Monaten abhängen. Der entscheidende Punkt ist aber, dass politisch einige Optionen sich verändert haben oder einige Grundannahmen westlicher Syrienpolitik, zumindest, ich formuliere es ganz vorsichtig, fraglich geworden sind, beziehungsweise einer Differenzierung bedürfen. Der erste für mich wäre, und da würde ich Herrn Berger kollegial widersprechen wollen, mir scheint doch, dass die Prämisse vieler westlicher Regierungen, dass Präsident Assad keine Rolle in einer zukünftigen politischen Ordnung spielen dürfte, kaum noch aufrechtzuerhalten ist. Trotz der zahllosen Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen und seiner Verantwortung für Flucht und Vertreibung werden ihn all diejenigen Regierungen und Kräfte der innersyrischen Opposition erst einmal als Gesprächspartner akzeptieren müssen, die darauf setzen, dass eine Einhegung des syrischen Bürgerkrieges mit Hilfe Moskaus gelingen könnte. Und jüngste Äußerungen aus den USA, also General Dunford, der Generalstabschef, hat das in der vergangenen Woche noch einmal in aller Deutlichkeit diese Verbindung gemacht, sozusagen russische Unterstützung gewährleistet, einen Verbleib, Assads im Amte oder sozusagen in diesem Prozess gewährt eine zentrale Stellung in diesem angestrebten Übergangsprozess, illustriert, glaube ich, dass viele westliche Regierungen oder einige westliche Regierungen hinter vorgehaltener Hand diese Prämisse mittlerweile teilen. Sollte der militärische Kampf gegen den IS eben nicht die gewünschten Erfolge zeitigen, da habe ich ein paar Fragezeichen dran gemacht, und gleichzeitig die diplomatischen Bemühungen stocken, könnte die Folge sein, etwas, was im Moment sich so noch nicht abzeichnet, eine Art Sequenzialisierung des internationalen Krisenmanagements. Erst würde die internationale Gemeinschaft ihre Aufmerksamkeit dem Kampf gegen IS widmen und sozusagen die Frage der Einhegung oder Regelung des syrischen Bürgerkrieges hinten anstellen. Das wäre sozusagen eine klare Priorisierung oder Sequenzialisierung. Vor diesem Hintergrund wäre dann die Frage, welche Chance die parallelen Bemühungen der Vereinten Nationen haben, die innersyrischen Parteien an den Verhandlungstisch zu bringen, all das, was Sie eben angesprochen haben. Aber meines Erachtens erschwert eben kurzfristig das militärische Eingreifen Russlands eine politische Lösung des Konfliktes. In diesem Zusammenhang erscheint mir auch die zweite Annahme westlicher Syrienpolitik zumindest fraglich, dass nämlich das Format und das Momentum der internationalen Iran-Verhandlungen nahezu bruchlos für Syrien genutzt werden könnte. Russland hat seine Kooperation bei der Bekämpfung des IS in Syrien angeboten, keine Frage, jedoch nur zu dem Preis, dass Präsident Assad zunächst im Amt bleibt. Dabei,
vorsichtig formuliert, scheint es Moskau weniger um die Person an sich zu gehen, als darum, sich gegen einen vom Westen induzierten Regimewechsel zu stellen. Und hier wäre zumindest die Frage, ob wir nicht zu einer Gleichung kommen müssen, dass wir Russland in dieser Frage, nämlich der Einhegung des syrischen Bürgerkrieges, als Partner begreift, um eine entsprechende Priorisierung kaum umhinkommen wird. Und die dritte Prämisse, die mir fragwürdig erscheint, und damit will ich es auch bewenden sein lassen, ob Russland angesichts seiner wirksamen, aber bisher quantitativ überschaubaren militärischen Fähigkeiten die syrische Regierung bei der Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols auf dem gesamten Territorium des Landes unterstützen will und beziehungsweise kann, darf bezweifelt werden. Denn hierzu wäre eine groß angelegte Offensive mit russischen Bodentruppen erforderlich und danach sieht es nicht aus. Eine Verstetigung der ohnehin existierenden Grenzen der verschiedenen Herrschaftsgebiete dürfte aller Voraussicht nach die Folge sein. Vor diesem Hintergrund, auch hier ganz vorsichtig formuliert, erscheint es zumindest fraglich, ob eine westliche Syrienpolitik wirklich darauf ausgerichtet sein kann, die territoriale Einheit des Landes zu erhalten. Oder ob wir uns nicht einen größeren Gefallen tun, den Zerfall Syriens, zumindest auf absehbare Zeit, zur Kenntnis zu nehmen und als politische Größe zu akzeptieren. Allerdings ist die russische Führung wohl kaum in der Lage, den syrischen Bürgerkrieg selber einzuhegen und darüber hinaus auch noch den IS zu besiegen. Aber das ist wohl meines Erachtens auch gar nicht das Ziel Russlands, denn eine anhaltende Instabilität Syriens und eine vergleichbare Lage im Irak erlauben es Moskau, sich nicht nur als Gegenentwurf zum Westen zu präsentieren, sondern vor allem als eine Art Vetomacht, was die künftige Gestaltung des Nahen und Mittleren Ostens betrifft. Dabei würde ich es zum Einstieg bewenden lassen und danke Ihnen. So, Herr Jung, Herr Wadepool, Frau Motschmann, vielen Dank für die Einladung in Ihre Fraktion. Was Syrien anbetrifft, glaube ich, geht es um zwei Probleme, die eng miteinander verwoben sind. Sie haben einen Bürgerkrieg, der seine Wurzeln hat in der Assad-Diktatur im arabischen Frühling seit 2011. Wie Herr Jung schon gesagt hat, 250.000 Tote, die Hälfte der Bevölkerung, 10 Millionen Menschen, entweder ins Ausland geflohen oder innerhalb des Landes vertrieben. Über 10 Millionen Menschen wohnen nicht mehr dort, wo sie 2011 gewohnt haben. Ein enormes humanitäres Problem, politisches Problem innerhalb Syriens, innerhalb der Region, international, ist natürlich etwas, was uns in Europa, speziell auch in Deutschland, jetzt direkt betrifft. Das ist ein Problemkomplex. Der andere Problemkomplex ist die Existenz des sogenannten Islamischen Staates. Eine Gruppe, die nicht ursprünglich aus Syrien kommt, sondern aus dem Irak, die sich aber systematisch mit großem taktischen, strategischen, politischen Geschick den Bürgerkrieg in Syrien zunutze gemacht hat. Der IS ist eine terroristische Organisation, der die Konfrontation mit dem Westen will, sie aktiv sucht und wie wir letztes Jahr in Paris und an vielen anderen Orten gesehen haben, damit auch Erfolg hat. Aber den IS nur als Terrorgruppe beschreiben zu wollen, würde ihn unterschätzen. Denn der IS ist gleichzeitig eine Aufstandsgruppe, er gibt sich als Staat, er kontrolliert eine Bevölkerung von 5 Millionen Menschen von vor den Toren Aleppos bis vor die Tore Bagdads. Sein Programm ist revolutionär, er stellt das gesamte regionale Staatensystem in Frage und der IS ist noch dazu eine transnationale Ideologie. Er verkörpert ein extremistisches Programm, das in der gesamten muslimischen Welt und darüber hinaus Anhänger gefunden hat, von Afghanistan bis nach Nigeria, von Libyen bis in die Vororte von Paris. Und deshalb ist das Bekämpfen des IS in Syrien und im Irak zwar wichtig und richtig, es ist ein Imperativ, aber damit allein wird das Problem nicht gelöst, denn das Phänomen Islamischer Staat ist größer als seine Präsenz im Kerngebiet Syrien und im Irak. Der IS wird uns so oder anders noch viele Jahre beschäftigen und selbst dann, wenn der Konflikt in Syrien heute aufhören würde, was er natürlich nicht tun wird, aber selbst wenn er das tun würde. Das also sind die zwei Probleme, syrischer Bürgerkrieg auf der einen, Islamischer Staat auf der anderen. Was ist zu tun?
Es gibt zwei Dinge, da bin ich mir sehr sicher. Das erste ist, dass der Nahe Osten am Ende dieser Auseinandersetzung nicht so aussehen wird wie noch 2011, als alles angefangen hat. Dazu sind die Kräfte, die am Werk sind, zu gewaltig, die Auseinandersetzung ist zu brutal, zu viele Tabus wurden bereits gebrochen, zu viele Rechnungen sind offen. Der zweite Punkt, bei dem ich mir sicher bin, ist, dass es die eine schnelle Lösung für die vielen Probleme im Nahen Osten nicht gibt und dass wir viel, sehr viel Geduld aufbringen müssen, wahrscheinlich viele Jahre. Und das bringt mich zurück zum Thema Syrien, das wir heute diskutieren. Die schlechte Nachricht ist, ich glaube, dass das Ziel Frieden in Syrien unter den momentanen Bedingungen nicht erreichbar und nicht realistisch ist, zumindest nicht in der kurzen Frist. Und das liegt daran, schlicht und einfach, dass keiner der Hauptakteure im syrischen Bürgerkrieg glaubt, die Situation sei so schmerzhaft und so verlustreich, dass er selbst schmerzhafte und verlustreiche Kompromisse eingehen müsse. Im Gegenteil, alle Akteure im syrischen Bürgerkrieg und die ausländischen Mächte, die sie unterstützen, sind nach wie vor der Überzeugung, dass die eigene Position relativ stabil ist, dass Gewinne auf dem Schlachtfeld möglich sind, dass ein Kompromiss vor allem für die andere Seite von Vorteil wäre. Und jeder, der sich schon mal mit Konfliktlösungen beschäftigt hat, ob in Bosnien, in Nordirland, in Israel, Palästina, der weiß, unter solchen Bedingungen gibt es keine realistische Chance auf eine schnelle Verhandlungslösung. Deswegen sage ich, es wird irgendwann eine Lösung für diesen Konflikt geben und ich bin absolut der Meinung, dass wir den Verhandlungsprozess, der jetzt angefangen wird, unterstützen sollten. Aber keiner kann momentan mit Gewissheit sagen, wann genau er zum Erfolg führen wird. Wir können ja noch nicht mal mit Gewissheit sagen, wann er überhaupt anfangen wird. Und deshalb ist es meiner Meinung nach wichtig, dass wir die Erwartungen für diesen Verhandlungsprozess relativ gering halten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir über diesen Verhandlungsprozess hinaus auch einen strategischen Ansatz haben, mit dem wir uns damit auseinandersetzen, wie wir die Voraussetzungen dafür schaffen können, dass ein solcher großer Wurf in Zukunft Erfolg haben wird. Anders ausgedrückt, ich glaube nicht, dass wir den zweiten Schritt vor dem ersten gehen können. Wir sollten eine Lösung des Konfliktes versuchen, aber es geht eben auch darum, langfristig die Bedingungen zu schaffen, unter denen die Lösung des Konfliktes einfacher wird. Was heißt das konkret? Ich glaube, es gibt für uns in Deutschland, in Europa, für den Westen drei Prioritäten. Die erste Priorität ist die systematische, langfristige, aggressive Eindämmung des Islamischen Staates. Der Islamische Staat ist ein Staatsprojekt, das genauso wie Nazi-Deutschland auf ständiger Expansion beruht. Und genauso wie jedes Staatsprojekt dieser Art scheitert es am Ende an sich selbst. Denn wenn der Islamische Staat keinen militärischen Erfolg mehr hat, wenn er nicht mehr dazu in der Lage ist, sich auszubreiten, die Bedürfnisse seiner Bevölkerung zu befriedigen, wenn seine internen Widersprüche und Spannungen offensichtlich werden, dann wird dieses Projekt schrittweise in sich zusammenfallen. Und mit dem Staat kollabiert dann auch das ideologische Projekt, das er repräsentiert. Eindämmung ist aber weder passiv noch pazifistisch. Zur Eindämmung gehört absolut auch eine militärische Komponente. Training, Waffen, Aufklärung, Spezialkräfte, gezielte Luftschläge, die lokale Kräfte am Boden unterstützen, ohne dass dabei im großen Stile Zivilisten ums Leben kommen. Genauso wichtig ist Diplomatie und Politik, weiter Druck auf die Türkei, das Kappen von Finanz- und Handelsströmen, die ideologische Auseinandersetzung on und offline, Unterstützung für die Nachbarländer, die von Flüchtlingsströmen betroffen sind, aktive Konfliktprävention in Staaten, in die der Islamische Staat zu expandieren versucht. Das alles funktioniert bereits zum Teil. Der Islamische Staat hat 40% seines Territoriums im Irak bereits wieder verloren, in Syrien sind es 14%, die Versorgung innerhalb des eigenen Territoriums stockt. Es gibt eine wirtschaftliche Krise, die Gehälter der Kämpfer wurden um 50% gekürzt. Der Mythos Islamischer Staat
Er hat bereits einige Kratzer abbekommen und innerhalb des Kerngebietes ist die Gruppe ganz erheblich unter Druck. Das bedeutet nicht, dass sie morgen in sich zusammenfallen wird, dass es morgen einen Aufstand der Stämme geben wird. Aber wenn dieser Druck konsequent aufrechterhalten wird, militärisch, politisch, finanziell, wirtschaftlich, ideologisch, dann schaffen wir dafür die Voraussetzungen. Und darum geht es. Zweite Priorität ist der Antiterrorismus. Nicht erst seit Paris ist klar, der Islamische Staat ist eine konkrete Bedrohung für die Sicherheit hier in Europa. Nicht nur der Islamische Staat, langfristig auch einige der Gruppen, die momentan zur Opposition gehören, allen voran Jabhat al-Nusra, der Al-Qaida-Ableger. Ich würde sogar noch weiter gehen, auch Teile von Akhr al-Sham und anderen salafistischen Gruppen, die zwar noch keine direkte Bedrohung für uns sind, aber alle potenziell problematisch sind. Das besondere Problem mit dem Islamischen Staat ist das folgende. Er ist momentan die einzige Gruppe in Syrien, die aktiv die Konfrontation mit dem Westen sucht und die gleichzeitig permanent und exklusiv Territorium kontrolliert. Und das ist eine problematische Kombination. Nach den Anschlägen auf Amerika vom 11. September 2001 war die Schlussfolgerung, wir dürfen es niemals wieder zulassen, dass sich eine terroristische Gruppe wie damals Al-Qaida eine permanente Basis in einem Staat aufbaut. Die Anschläge vom 11. September 2001, so damals die 9/11 Commission in ihrem Report, waren deshalb möglich, weil Al-Qaida über Jahre praktisch ungestört in Afghanistan planen, ausbilden und vorbereiten konnte. Und genau eine solche Situation haben wir jetzt wieder im sogenannten Islamischen Staat. Und wir wissen ja mittlerweile, dass dort Leute trainiert werden, dass Missionen in Europa vorbereitet werden, dass man an neuen Waffen arbeitet und möglicherweise sogar mit chemischen und biologischen Waffen experimentiert. Das ist eine neue, eine strategische Qualität der Bedrohung und diese Bedrohung entgegenzuwirken, muss für uns eine Priorität sein. Es gibt momentan keine praktische Möglichkeit, dem Islamischen Staat dieses Territorium wegzunehmen, aber ich bin durchaus der Meinung, dass gezielte Militärschläge gegen die terroristischen Fähigkeiten des Islamischen Staates gerechtfertigt sind. Und ich sympathisiere durchaus mit Präsident Hollande und mit Premierminister Cameron, wenn sie gezielte Drohnenschläge gegen terroristische Trainingslager und bestimmte terroristische Akteure als Akte der Selbstverteidigung rechtfertigen. Drohnenschläge sind natürlich niemals die einzige Lösung. Hier geht es auch zum Beispiel um Investitionen in Aufklärung, menschliche Quellen, Spezialkräfte und eine intensive Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten. Aber ich bin durchaus der Überzeugung, dass der Islamische Staat und die Konsequenzen des Islamischen Staates die sicherheitspolitische Herausforderung für die kommende Generation sein werden. Die dritte und letzte Priorität ist ein Waffenstillstand und eine humanitäre Zone innerhalb Syriens. Meiner Meinung nach sollte das erste Ziel der Verhandlungen in Genf sein. Nicht eine Verfassung, Wahlen, ein großer Friedensvertrag, was meiner Meinung nach nicht erreichbar ist, zumindest nicht in 6 Monaten, sondern ein Einfrieren des Konfliktes, ein Ende der schrecklichen Belagerungen und der anderen humanitären Konsequenzen des Konfliktes. Ein unbeschränkter Waffenstillstand, die Schaffung einer humanitären Zone innerhalb Syriens. Eine Art humanitäre Zone gibt es bereits im Süden des Landes, an der Grenze zu Jordanien. Das ist der Grund, weshalb der Flüchtlingsdruck auf Jordanien in den letzten Monaten bereits abgenommen hat. Wenn eine solche Zone auch im Norden existieren würde, dann würde damit ein erster Schritt zur Konfliktlösung gemacht. Aber wichtiger noch, es würde eine Ursache für die Flucht verschwinden. Das Wichtige dabei ist, dass diese humanitäre Zone von allen Konfliktparteien unterstützt werden muss, also auch von der Assad-Regierung und von Russland, denn sonst würde sich eine solche Zone nicht verteidigen lassen. Darum sollte es meiner Meinung nach vor allem und zuerst in Genf gehen, Voraussetzungen schaffen dafür, dass am Ende der Konflikt gelöst wird, den Islamischen Staat aggressiv eindämmen, Antiterrorismus, ein Waffenstillstand, eine humanitäre Zone, um die schlimmsten humanitären Konsequenzen in den Griff zu bekommen. Eine endgültige Lösung des Konflikts ist meiner Meinung nach momentan nicht absehbar. Das bedeutet nicht, dass man diese Verhandlungen nicht vorantreiben sollte, aber es muss auch darum gehen, zu verstehen, dass wir eines vor allem brauchen,
was momentan keiner zu haben scheint, nämlich viel, viel Geduld. Danke. Ja, besten Dank an die Referenten. Wir starten jetzt zügig in die Diskussion. Wir werden erst eine Runde hier am Podium machen und dann möchten wir Sie einbeziehen in unsere heutige Veranstaltung. Zu Ihrer großen Überraschung haben wir in der ersten Runde jetzt noch nicht die Lösung bekommen. Es ist wie ein roter Faden. Wir haben eine widersprüchliche internationale Situation. Wir haben widerstrebende Interessen auf regionaler Ebene, wo eher Pessimismus vorherrscht, auch wenn Herr Berger es durchaus den Schwung mitnehmen möchte aus den Iran-Verhandlungen. Aber die arabische Welt, also es ist nicht nur Saudi-Arabien, sondern die gesamte arabische Welt ist ein Stück weit dabei, verloren zu gehen auf den Gesamtprozess, jetzt nicht nur auf den Prozess in Syrien. Und dann haben wir natürlich die Situation im Land und das alles wird überlagert durch den IS. Ich will einfach mal für die Runde hier am Podium, Sie haben ja alle gehört, was die Kollegen gesagt haben und Ihre Kommentare dazu. Aber die Situation ist ja, wir haben die 6 Monate, die 18 Monate als Zielvorgaben für die Verfassung und die Wahlen. Es erinnert mich ein Stück weit an den Beginn der Diskussionen und Erwartungen an den arabischen Frühling. Für mich als Abgeordneten muss keiner von der Verfassung und von Wahlen und Demokratie überzeugen. Aber sollten wir nicht mal die Frage stellen, was sind denn die Ziele jetzt realistischer, Herr Professor Neumann hat es ja in seinen Punkten genannt, die wir jetzt angehen sollten, um Stabilität zu bekommen, weil eins, ich glaube, das ist Konsens, wir brauchen für diesen Prozess Zeit. Und die Frage ist, haben wir die Zeit? Haben wir die Zeit für Syrien, aber haben wir die Zeit auch mit Blick, und das wäre eine Frage an mich, wenn wir die Zeit nicht nutzen, was bedeutet das eigentlich für die Region an sich? Werden nicht andere Länder, wenn das alles so weitergeht, nicht noch instabiler und werden nicht weitere Länder in einen entsprechenden Strudel gelangen, wenn wir es nicht schaffen, Syrien zu stabilisieren? Also haben wir die Zeit? Und die zweite Frage ist, wenn wir dorthin kommen, mit welchen Instrumenten kommen wir dorthin? Werden wir zukünftig nicht außenpolitisch, sicherheitspolitisch Diskussionen führen müssen, auch in Europa und in Deutschland, die wir uns eigentlich nicht gewünscht hätten? Das wäre einfach mal eine Begleitung für die erste Runde und dann gehen wir zügig zu Ihnen ins Publikum. Kollege Wadefuhl. Ja, lieber Alexander, herzlichen Dank. Ich teile eigentlich diese Einschätzung, wobei ich ausdrücklich mit Herrn Berger einer Auffassung bin, dass es richtig war, den Schwung aus den Nuklearverhandlungen zu nutzen. Dass das nicht bruchlos sozusagen das Format für die zukünftigen Verhandlungen sein kann, ist, glaube ich, auch klar. Allein deshalb schon, weil Saudi-Arabien jetzt als entscheidender Gestalter und Verhandlungspartner ja mit am Tisch sitzt und sitzen muss und auch benötigt wird. Aber es war sozusagen pädagogisch-didaktisch das richtige Modell, glaube ich, um einerseits Iran dabei zu haben, aber auch Russland in einer konstruktiven, positiven Rolle mit dabei zu haben. Deswegen sollte man das auch weiter nutzen. Ich glaube auch, dass es jetzt politisch richtig ist, recht schnell einerseits natürlich einen positiven Druck zu haben, dass man Lösungen braucht, aber auch zu Realismus zurückzukehren. Diese beiden Daten, 6 und 18 Monate, sind wohl wahrscheinlich außerordentlich idealistisch und wohl eher nicht erwartbar. Und wenn wir denn jetzt in die Verhandlungen hineingehen, dann möchte ich auch, und sehe das auch bei mir als Versäumnis, dass ich das nicht vorhin gesagt habe, dass das Letzte vielleicht an den Anfang stellen, nämlich dass wir humanitär zunächst etwas erreichen müssen in Syrien. Denn das ist doch das Wesentliche, dass dort Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen Menschen unter wirklich unerträglichsten Bedingungen dort leben. Viele, viele eben auch sterben, die Schwachen, die Kranken, die Alten und Kinder sterben dort. Und ich denke, ich möchte das mit einem anderen Punkt verknüpfen. Wenn wir heute darüber diskutieren, dass wir Russland konstruktiv einbeziehen wollen, und Wolfgang Schäuble hat es heute in der Frankfurter Allgemeinen noch einmal, finde ich, auch richtig und gut hergeleitet. Und wenn Russland, das hat der Präsident Putin auch ja kürzlich noch mal in einem Interview hier einer großen Tageszeitung noch mal zu Recht gesagt, wenn es Russland auch darum geht, dieses Leiden und Sterben zu verhindern, dann sollten wir Russland an der Stelle auch positiv beim Wort nehmen und sagen, dann ermöglicht doch
und das ist, glaube ich, die entscheidende Kraft, die dort etwas verhindern kann. Vorhin ist ja auch von einer faktischen Flugverbotszone die Rede gewesen, die Russland im Grunde oktroyiert hat. Dann sollten wir Russland an der Stelle auch beim Wort nehmen und sagen, dann lasst uns zumindest, ohne dass wir sozusagen on the ground irgendeine Machtverschiebung machen wollen, aber dann müssen wir jetzt humanitär etwas erreichen können. Und dazu, glaube ich, kann Russland einen wichtigen Beitrag leisten. Ich finde, man kann das verbinden mit durchaus legitimen russischen Interessen in der Region und auch in dem Land. Ich will das nicht rechtfertigen oder mir das zu eigen machen, aber ich finde, das, was Russland dort auch an Politik verfolgt, ist nicht von vornherein irrwitzig oder gar nicht verständlich. Wir wollen ja auch, oder wir müssen auch eben sehen, man muss ja nicht in Herrn Assad irgendwie verliebt sein oder ihn irgendwie positiv sehen, aber wenn der morgen stürzt, hat das ja wahrscheinlich nicht nur positive Folgen. Das haben wir ja in Libyen gesehen. Ja, wenn Sie sich anschauen, was dort als nächstes passiert ist. Ob nun sozusagen alle diejenigen, die gegen Assad stehen, aus guten Gründen, also ganz klar nach unseren Maßstäben nicht jemand, der legitim dort das Volk und das Land beherrschen und führen können sollte. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass er jetzt morgen weg wäre und wahrscheinlich dann das Regime, an dessen Spitze er jetzt steht, relativ schnell zusammenbrechen würde, weil es wahrscheinlich jetzt erstmal keinen anderen gibt, der das so füllen könnte. Ob jetzt alle, die gegen ihn stehen, das dann nach unseren Maßstäben in demokratisch, rechtsstaatlicher Form reorganisieren, dahinter würde ich auch mal ein großes Fragezeichen machen. Da muss man dann auch die ganz große Gefahr sehen, dass wenn er jetzt mit einmal weg wäre, ist da das Morden und Totschlagen nicht sofort endete, sondern vielleicht unter anderen Vorzeichen weitergehen würde. Bitte mich nicht falsch verstehen. Ich finde nur, dass es durchaus richtig ist, nicht nur realpolitisch zu erkennen, wie Sie zu Recht gesagt haben, dass Assad nicht morgen weg sein wird, das ist einfach so, sondern man kann das eigentlich auch konstruktiv nutzen für eine gewisse Übergangszeit und man kann auch die russischen Interessen da durchaus verstehen, aber man sollte Russland an der Stelle auch beim Wort nehmen. Und einerseits von Russland verlangen, dass humanitäre Maßnahmen recht schnell ergriffen werden können und dass das russische Engagement sich noch viel stärker als bisher tatsächlich dann gegen IS wenden müsste. Es sind ja die Gefallenen da vorhin und die bekämpften Ziele sozusagen genannt worden und das sind eben überwiegend nicht IS-Ziele gewesen, die Russland bisher dort bekämpft hat. Ich würde noch einen zweiten Punkt noch ganz kurz mit ansprechen wollen. Und das ist die Frage, wie gehen wir mit IS um? Wenn Sie sagen, Eindämmung ist notwendig und das bedeutet auch eine militärische Eindämmung, dann müssen wir in der Tat, glaube ich, in Deutschland, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir es für richtig halten und wenn wir auch sagen, daran muss sich Europa und damit auch Deutschland beteiligen, wahrscheinlich ja, doch ganz andere sicherheitspolitische Debatten führen, als wir sie bisher noch führen. Weil mit der jetzigen Bundeswehr, mit ihrem jetzigen Ausrüstungsumfang und mit ihrer jetzigen Stärke und mit ihrem jetzigen Ausbildungsstand wird man sich an derartigen Kämpfen nicht wirkungsvoll beteiligen können. Wir fliegen jetzt nach Mali mit unseren schönen alten Transall-Maschinen. Kenne ich ganz gut, weil die auch zum Teil bei mir im Wahlkreis stationiert sind. Die sind auch zuverlässige Dinger, sollten eigentlich schon lange weg sein. Nur das Nachfolgemodell wäre noch nicht mehr in der Lage, dort zu landen, weil es viel zu hoch technisiert ist, wenn es dann irgendwann mal eingeführt ist in die Bundeswehr. Aber das ist ja nur ein Schlaglicht. Jedenfalls müssten wir doch in der Tat das aufnehmen, was die Bundesverteidigungsministerin gesagt hat und wofür Herr Schäuble ja auch signalisiert hat, dass er dafür ein Grundverständnis hat. Wir brauchen dann für Verteidigungsausgaben in Deutschland sehr viel mehr Geld und den entsprechenden politischen Willen, das auch dementsprechend effektiv umzusetzen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Haben wir die Zeit? Eigentlich, klar, hätten wir sie nicht. Wir werden uns die Zeit nehmen müssen, die dieser Prozess benötigt. Und ich teile natürlich auch die Einschätzung, dass wir in der Zwischenzeit auf jeden Fall alles unternehmen müssen, um zumindest im humanitären Bereich dafür zu sorgen, dass das Leben für die Syrer im Land, aber natürlich auch die in den Nachbarländern, erträglicher gestaltet werden kann.
Russland beim Wort nehmen. Aus meiner Sicht das Wichtigste ist, Russland muss sich erstmal auch selber beim Wort nehmen. Wir sehen hier ähnlich wie in der Ukraine, dass das, was man sagt, was Putin sagt und das, was vor Ort gemacht wird, eben leider doch deutlich auseinanderfallen. Wir würden uns ja freuen, wenn die Bekämpfung von IS wirklich im Mittelpunkt der russischen Aktivitäten stünde. Aber die Realität ist eben, von einigen Angriffen auf den IS abgesehen, dass es im Wesentlichen darum geht, die Machtbalance in Syrien wieder zugunsten des Regimes zu verändern. Und die ganzen Luftangriffe, die seit September stattgefunden haben, mit steigender Intensität, gehen eben gegen die gesamte Bandbreite der Opposition, führen dort natürlich auch zu einer Radikalisierung. Und viele Menschen sagen uns, wie sollen wir uns jetzt an einen Verhandlungstisch setzen, solange wir täglich bombardiert werden. Und vorhin war ja auch die Rede von inzwischen über 1000 zivilen Opfern. Das heißt, wir würden Russland natürlich gerne beim Wort nehmen. Wir legen großen Wert auf den Dialog mit Russland, auf den Dialog mit Iran. Wir wollen sie zu einer konstruktiven Haltung bewegen. Und einer der Einstiege wäre eben die von mir erwähnten vertrauensbildenden Maßnahmen. Das bedeutet eine Reduzierung der Fassbomben, eine Reduzierung des Aushungerns, der Belagerung von Menschen, eine Freilassung aus den Gefängnissen. Wenn es eine Bereitschaft gibt, in diese Richtung sich zu bewegen, dann wird das natürlich von unserer Seite unterstützt und auch entsprechend begrüßt. Aber leider sehen wir diese Bewegung eben noch nicht. Und deswegen haben wir eben diese Dualität zwischen dem von mir geschilderten politischen Prozess auf der einen Seite und eben der faktischen Bekämpfung zugunsten des Regimes, der Opposition auf der anderen Seite. Wenn wir über die Eindämmung des Islamischen Staates reden, dann, glaube ich, müssen wir sehr aufpassen, dass wir hier nicht, und Herr Neumann hat es gesagt, hier nicht in die Falle von IS gehen. IS möchte das zu einer Auseinandersetzung mit, wie Sie sagen, westlichen Kreuzfahrern machen. Und genau diesen Gefallen dürfen wir dem IS nicht tun. Das heißt, auf gar keinen Fall kann es darum gehen, Bodentruppen in größerem Umfang in Syrien oder Irak einzusetzen. Sondern es kommt darauf an, dass diese Allianz von über 60 Staaten, die gegen den IS kämpft, auch ein arabisches Gesicht behält. Leider, und das ist ja auch erwähnt worden, haben viele der arabischen Staaten ihren Fokus in Richtung Jemen verlegt. Aber sie sind noch Teil dieser Koalition und sie müssen auch Teil dieser Koalition bleiben. Wir müssen von diesen Ländern auch ein stärkeres Engagement einfordern. Und wir dürfen uns eben hier nicht in diese Falle begeben, dass wir durch eigene Bodentruppen den IS bekämpfen. Die Maßnahmen, die jetzt vereinbart sind, die wirken langsam, aber sie wirken. Und zwar finanziell, das Austrocknen von IS, die Reduzierung der ausländischen terroristischen Kämpfer. Und dafür ist auch wichtig, die Grenze zwischen IS und der Türkei endlich unter Kontrolle zu bekommen. Es gibt Maßnahmen, die wirken. Es ist erwähnt worden, 40% hat IS im Irak verloren, erst 14 in Syrien. Das wird eine Zeit lang dauern, aber auf jeden Fall ist die Dynamik gegen IS umgedreht. IS ist in der Defensive. Es wird eine Zeit lang dauern, aber dann kann es auch gelingen, den IS in beiden Ländern zu besiegen. Aber das wird politisch nur gelingen, wenn wir auf der einen Seite am Friedensprozess weiterarbeiten und im Irak an dem innerirakischen Versöhnungsprozess. Dankeschön. Ja, vielleicht kann ich noch mal ergänzen, die beiden Redner jetzt noch mal einen Fokus drauf zu haben. Alle sind sich einig, die Zeit drängt, aber es wird keine schnelle Lösung geben. Was bedeutet das für die Stabilität der angrenzenden Länder in diesem Bereich? Und das Zweite ist, es ist ja klar geworden, dass die Regionalmächte nicht deckungsgleiche Interessen haben. Vielleicht können Sie mal herausarbeiten, wo es denn gemeinsame Schnittmengen gibt. Ich versuche mir am ersten Teil abzuarbeiten. Also letztlich haben wir es ja doch meines Erachtens mit einer Krise zu tun, die man auf drei Ebenen abschichten kann oder drei Facetten ein und derselben Krise. Das Erste, was vor uns liegen hat, sozusagen auf der Mikroebene, ist die humanitäre Krise. Die ist
ohne dass ich Dinge beschönigen will und ich möchte überhaupt nicht zynisch verstanden werden, vergleichsweise einfach zu identifizieren, vergleichsweise einfach in den Griff zu bekommen. Das heißt nicht, dass Zugang zu Flüchtlingslagern einfach ist, aber es ist nicht so kompliziert wie auf der politischen Ebene. Das ist der Punkt, nur auf den ich hinaus will. Das wäre die erste Facette der Krise. Die zweite Facette der Krise ist eine Krise von Staatlichkeit. Die gesamte Staatlichkeit ist, oder Staatlichkeit, staatliche Funktion sind in beiden Teilen Syriens zum Erliegen gekommen. Und die Frage der innenpolitischen Ordnung ist eben umstritten. Das ist sozusagen, was gerade ihr Kerngeschäft ist. Und darüber, um die Dinge noch komplizierter zu machen, würde ich sogar noch eine dritte Krise legen. Und die spielt ein bisschen auf das an, was Sie gerade angesprochen haben, regionale Stabilität. Peter Neumann hat es, glaube ich, angedeutet. Ich glaube, was auch allen Beteiligten klar ist, dass der Nahe Osten nicht so aus dem Syrien-Konflikt herausgehen wird, wie er hineingegangen ist. Sozusagen im territorialen Sinne und im politischen Sinne. Letztlich also haben wir die Erosion einer staatlichen Ordnung und die Erosion einer regionalen Ordnung zur Kenntnis zu nehmen. Wir haben aber bisher noch wenig Ahnung über die Konturen der Nachkriegsordnung, wenn es die denn eines Tages geben wird. Und ich glaube, so voll unsere Agenda bereits ist, glaube ich, tun wir gut daran, über alle drei Ebenen gleichzeitig nachzudenken. Weil es gibt ja so einige, ohne dass ich das jetzt vertiefen will, aber einige Baustellen der nahöstlichen Friedensordnung, wenn es denn mal eine geben wird, oder der regionalen Kräfteordnung, vielleicht ist es so besser, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Eine habe ich angesprochen, ist, können wir uns denn überhaupt vorstellen, dass Syrien als territoriale Einheit erhalten wird? Ein zweites Stichwort, das haben wir noch nicht angesprochen, Zukunft eines möglichen Kurdenstaates. Eine Entwicklung, die meines Erachtens kaum einzuhegen sein wird, welche Dimension sie auch, welche Dynamik sie auch immer bekommen wird, aber sie stünde auf der Tagesordnung. Eine dritte Facette, die mir ganz schnell einfällt, wäre die Rolle von externen Akteuren, also die nicht zur Region gehören, nach dem, nennen wir es mal vorsichtig, vielleicht nicht vollständigen Rückzug der USA aus der Region, aber doch zumindest einer erheblichen Reduktion ihres Engagements, steht die Frage im Raum, die Sie ja, glaube ich, am Anfang angesprochen haben, welche Rolle will denn Europa spielen? Für mich wird die Antwort aus zwei Gründen ganz eindeutig. Europa muss eine Rolle spielen, konkret bei den Verhandlungen, aber auch im ordnungspolitischen Sinne. Erstens, das wäre vielleicht eher ein nachgeordnetes Argument, weil es eine Frage des eigenen Geltungsanspruchs und der eigenen Glaubwürdigkeit ist. Europa hat sich in den letzten 25 Jahren mit seiner Außen- und Sicherheitspolitik als Ordnungsmacht in der Peripherie Europas definiert. Und wenn man es ernst meint, dann wäre das jetzt die Nagelprobe. Weil man kann, ich würde sofort einräumen, die Peripherie Europas oder die Nachbarschaft Europas ist eine politisch definierte, keine geografisch definierte. Aber dass man den Nahen und Mittleren Osten politisch wie geografisch zur Nachbarschaft Europas zählt, ist, glaube ich, evident. Und das Zweite, viel gewichtigere, das sehen wir sind von den Auswirkungen unmittelbar betroffen. Das muss ich, glaube ich, nicht weiter ausführen. Sozusagen dementsprechend, wo man vor 4 Jahren vielleicht noch sagen konnte, das ist fern, wir können nicht viel tun, der Konflikt muss irgendwie ausbrennen, regionale Akteure müssen sich des Konfliktes annehmen, ist dieses Argument heute nicht mehr allen Ernstes zu bringen. Und dementsprechend losgelöst von der konkreten Frage, welche Rolle jetzt Europa bei den Syrien-Verhandlungen in Genf spielen wird oder bei zukünftigen Formaten, glaube ich, ist eine der Hausaufgaben, die anderenorts beantwortet werden müssen, nämlich zum Beispiel mit der neuen europäischen Globalstrategie oder im Kontext von einer neu formulierten europäischen Nachbarschaftspolitik im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Da muss die Frage beantwortet werden, welche Ordnungsvorstellung hat denn die Europäische Union für den Nahen und Mittleren Osten und vor allen Dingen die zentrale Frage, welche Rolle will die Europäische Union dabei selber spielen? Ich möchte nochmal auf den politischen Prozess zurück und die Frage, was steht am Ende des politischen Prozesses? Für mich ist das relativ klar. Es gibt, muss es einfach mal logisch angehen, es gibt meiner Meinung nach praktisch in der Praxis keine Chance, dass Assad jemals wieder Gebiete wie Idlib regiert oder effektiv regiert, die seit Jahren in den Händen der Opposition sind. Es gibt umgekehrt praktisch keine Chance, dass die vor allem islamistische Opposition jemals Latakia effektiv regiert. Das heißt, es gibt hier keine Lösung, wo die eine oder die andere Seite der Gewinner, der absolute Gewinner sein wird. Wenn Sie sich mit irgendeinem, das ist vielleicht ein ganz schönes Experiment, wenn Sie jemals
ein Mitglied der syrischen Opposition treffen, fragen Sie ihn, was ist Ihnen das Wichtigste, was ist die erste Forderung? Assad muss weg. Das ist absolut die erste, kann ich Ihnen garantieren, das ist die erste Antwort, die Sie von jedem Mitglied, egal ob islamistisch oder säkulär, was auch immer, das ist die erste Forderung, die kommt, das ist die Voraussetzung für alles andere. Und wenn Sie mit jemandem sprechen, der die Regierung repräsentiert, ist es genau umgekehrt. Das ist ein Konflikt, der ist im hohen Maße personalisiert geworden und von daher ist er sehr, sehr schwer lösbar, zumindest in einem Kontext, wo dann eine Person an der Spitze des Staates steht. Und deswegen habe ich auch argumentiert in meinem Vortrag, dass es nicht genau um diese Lösung gehen kann, zunächst mal, weil es diese Lösung meiner Meinung nach nicht gibt. Es kann meiner Meinung nach nur darum gehen, dass wir diesen Konflikt einfrieren und dass wir im Laufe der Jahre dann eine Lösung hinbekommen, wie zum Beispiel in Bosnien, wo wir eine Konföderation haben mit Gebieten, die mehr oder weniger autonom sind, wo sich die Leute gegenseitig aus dem Weg gehen können, aber man gleichzeitig die Illusion eines Vereinten Staates beibehält. Das Schöne daran ist, erstens, man schafft damit eine Situation, wo es eben nicht dazu kommt, dass alle Regionalmächte verrückt spielen und sagen, jetzt geht alles los. Und zweitens, man behält die Option, vielleicht in einer Generation, in 20, 30 Jahren, dass die Leute sich dann doch nochmal zusammensetzen und vielleicht doch wieder einen gemeinsamen Staat schaffen. Aber realistischerweise ist das meiner Meinung nach die einzige Option, die wirklich auf dem Tablett steht. Und noch ein Wort zur Opposition. Wenn Sie mal in der Region waren, wenn Sie zum Beispiel in der türkischen Grenzregion waren, wo viele Leute sind, die mit der Opposition zu tun haben, die auch die verschiedenen kämpfenden Gruppen repräsentieren. Ich war dort vergangenes Jahr mit meinem Team und wir haben uns mit wirklich Leuten von allen Gruppen unterhalten. Ich kann Ihnen garantieren, Sie werden nicht eine Person finden, die zur sunnitischen Opposition in Syrien gehört, die ein schlechtes Wort zu sagen hat über Jabhat al-Nusra, über den offiziellen Al-Qaida-Ableger in Syrien. Die sagen ihnen alle schlimme Dinge über den Islamischen Staat, aber Jabhat al-Nusra ist für Leute in der Region, vor allem auch für Leute, die vor Assad geflohen sind, eine absolut legitime Organisation. Das passt uns nicht, weil das natürlich eine extremistische Organisation ist, ein Ableger Al-Qaidas, der uns früher oder später gefährlich werden wird. Aber die Leute in der Region sehen das nicht so. Die werden ihnen sagen, das sind tolle Kämpfer, die haben uns gerettet, die sind religiös, die beklauen uns nicht, wie viele Mitglieder der Freien Syrischen Armee. Und das sind Leute, die wir absolut respektieren. Und Jabhat al-Nusra hat sich mit der allgemeinen Opposition sehr eng verwoben. Und es wird sehr, sehr schwierig werden, einen politischen Deal zu bekommen, der dann beinhaltet, dass die Leute, die ihr Friedensabkommen unterschreiben, gegen Jabhat al-Nusra vorgehen. Und das wird ein riesen, riesen Problem sein. Also ich denke wirklich, all diese sehr konkreten praktischen Lösungen scheitern dann in der Realität und wirklich die langfristige Lösung meiner Meinung nach ist wirklich Waffenruhe und dann irgendwann eine Konföderation. Ja, besten Dank. Wir haben jetzt noch eine gute halbe Stunde als Zeitrahmen. Wir gehen jetzt in die Diskussion. Jetzt habe ich mal Wortmeldungen, dass ich mal einen Überblick habe. Meine Bitte ist erstens, dass jeder ganz kurz sagt, wer er ist und zweitens sich wirklich auf eine kurze Frage konzentriert und nicht auf ein Co-Referat zu gehen, wie es auch hören würden. Ich fange mal hier links an und dann schauen wir mal zwei, drei und dann vielleicht auch an wen es gerichtet ist. Ja, mein Name ist Herbert Scheiben aus Wien, seit 25 Jahren mit Syrien befasst. Aus den Wortmeldungen ist ein bisschen herausgekommen schon auch die Meinung oder die Kritik und das würde ich ein bisschen zusammenfassen auch als Lehre für die Zukunft, die wichtig wäre für uns auch als Europäer, dass wir nicht in einen Konflikt hineingehen oder uns intervenieren. Vertraut zu machen, dass wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger als Europäer unser Wertesystem, unsere Demokratie, unser Menschenrechtssystem, das ja auch hart erkämpft war über viele Jahrhunderte, eins zu eins jetzt übertragen wollen und dort vermeintliche Gruppen, die diese Werte unterstützen möchten, dann auch möglicherweise mit Waffen oder Geld unterstützen. Denn wenn ich mir die Situation in dieser Region ansehe, vor 2011,
Und jetzt nach diesen Interventionen, und wenn wir die Bevölkerung, den Wunsch der Bevölkerung als unsere Handlungsmaxime hernehmen, dann muss ich nur sagen, dass all diese Interventionen furchtbar gescheitert sind und dass wir hoffentlich daraus die Lehren ziehen und in Zukunft uns anders verhalten. Und einen Punkt möchte ich noch ansprechen, weil ich bin eigentlich hierher gekommen, um eine Initiative auch kurz anzusprechen für die Flüchtlinge in der Region. Das ist also auch ganz wichtig. Wir kümmern uns jetzt alle sehr viel um die Flüchtlinge, die aus der Türkei kommen, aber wenig um die, die im Libanon, in Jordanien dafür warten, dass man für sie etwas tut. Es gibt eine Initiative von Deutschland, von Österreich und einigen arabischen Gruppen, die ERAT sich nennt, European Arab Initiative for Reconstruction Development, die gemeinsam mit den Flüchtlingen in Jordanien und im Libanon ihre Gemeinden dort, wo es möglich ist, wieder aufbauen möchte, das Know-how gibt, das Baumaterial, wo die Flüchtlinge gemeinsam mit ihren Kollegen und mit ihren Familien ihre eigenen Häuser wieder aufbauen können. Solche Initiativen, glaube ich, sind auch wichtig, um zu verhindern, dass die Menschen keine Perspektive mehr sehen und das Geld, das sie eigentlich für diesen Wiederaufbau bräuchten, in die Hände von Kriminellen schlägt. Besten Dank. Ich werde jetzt entsprechend zügig fortfahren. Es wird gebeten, an die Mikrofone zu gehen. Ich tue es bereits jetzt ankündigen. Ich möchte vielen die Chance geben zu fragen. Und darum werde ich zukünftig konzentriert darauf schauen, dass es kurze Wortmeldungen sind. Fangen wir da an. 1, 2, 3 und dann bitte an die Mikrofone gleich gehen. Wir haben einen Livestream. Bitte an die Mikrofone gehen. Gehen Sie gleich, auch Sie, gehen Sie gleich an die Mikrofone, dass wir dann nicht zu viel Zeit verlieren. Also mein Name ist Sam Juri, ich komme aus Syrien. Ich schaffe das nicht groß zu sprechen. Ich bin hier Kurz. Also ja, ich bin das ist hier ein seit Gebot der Fairness gegenüber den anderen. Sonst okay, also ich möchte nur sagen, es tut mir es tut wirklich weh, wenn alle Europäer es schaffen, eine Sammlung zu machen, wenn die Syrer selbst keine Sammlung schaffen, wenn die Syrer selbst nicht die Entscheidung treffen können, wenn die alle Europäer die Entscheidung für die Syrer treffen dürfen. Und so zweit, es tut mir auch weh, wenn ich die Namen Saudi-Arabien höre, mehr als Syrien. Und wenn ich John Kerry und Medvedev oder ich weiß nicht wen bedanken würde, wenn ich also mehr als Syrien. Also wie kann ein Land wie Saudi-Arabien helfen, Demokratie in meinem Land durchzuführen? Also das kann ich nicht akzeptieren als Syrer. Also was können Sie erwarten auch, also ich rede jetzt schnell. Was können Sie erwarten von einem Mensch? Einmal geben Sie ihm Waffe und einmal sagen Sie ihm, bitte komm zu diskutieren, eine Lösung zu finden. So geht es nicht, weil diese Leute, sie diskutieren immer noch, dass es gibt Leute, die Terroristen, es gibt Leute, die, wir wissen noch nicht. Also alle haben mitgemacht, das Land zu zerstören. Und alle Europäer und alle West und die ganze Welt hat gesagt, dass Assad ist das Problem und die Leute dort, die pro Assad sind, haben das Land wegen einem Mensch zerstört. Eigentlich, was ich sehe, dass die Welt hat das Land zerstört, nur um einen Mensch wegzukriegen. Das ist meine Beurteilung. Und ich habe eine Bitte, also an Sie als Politiker, als CDU, also Sie haben große Einfluss hier. Also wahrscheinlich können wir eine Veranstaltung organisieren, Syrer und Deutsche, dann kann man auch die Leute von der anderen Seite hören. Damit, also ich sehe Experten hier, ich sehe Politiker, aber ich wollte eigentlich ein bisschen eine Hoffnung kriegen von dieser Veranstaltung. Also es ist unrealistisch, dass wir jetzt eine Lösung finden für einen Krieg, das ist der schlimmste Krieg, was die Welt erlebt seit Jahren. Aber wenn wir wahrscheinlich die Syrer hören und wenn die Syrer helfen, sie die Entscheidung zu treffen, zu diskutieren mit den Deutschen, voneinander also einfach also auszutauschen, das würde ich sehr dankbar. Ich habe mehr auch zu sagen, aber ich lasse. Das glauben wir, aber es gibt viele andere Kollegen, die auch was. Das respektiere ich. Ja, und
umso besser ist, wenn es dann auch eine Frage ist. Ich hatte ja die Bitte um keine Co-Referate, das haben wir zwei nachvollziehbar gehabt. Ich bitte wirklich, konzentriert hier Fragen zu stellen. Michael Spanner vom Mid-East Freedom Forum Berlin. Zwei kurze Fragen an Herrn Neumann und Herrn Radwan vielleicht. Muss man die Rolle Irans nicht viel kritischer sehen, als es hier auf dem Podium geschehen ist? Muss man die Rolle Russlands nicht auch nochmal kritischer sehen, als es teilweise hier auf dem Podium geschehen ist? Es fiel das Stichwort, dass die Vereinigten Arabischen Emirate lieber im Jemen kämpfen. Da bekämpfen sie auch Iran übrigens. Und muss man, wenn man in Deutschland über Fluchtursachen bekämpfen redet, nicht sagen, Assad, Iran und Russland sind die Ursache für diese Fluchtursachen hauptsächlich? Ist es nicht wichtiger, Russland und Iran unter Druck zu setzen? Ich sage mal mit Mitteln wie den militärischen Flügel der Hisbollah endlich auf die EU-Terrorliste zu setzen, vielleicht sogar die Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste zu setzen, wie es Amerika schon getan hat. Ist es nicht wichtig, Russland unter Druck zu setzen mit vielleicht einer Fragestellung der Nord Stream Pipeline Nummer 2, vielleicht die Rüstungsexportfirma Robotron Export, die die meisten Waffen nach Syrien liefert aus Russland, unter NATO, wir kaufen da nicht ein, Kuratel zu stellen. Sind nicht solche bei Verhandlungen solche nicht-militärischen Mittel besser als nur Carrots anzubieten? Wo sind die Sticks, frage ich mich. Klaus Wittmann, Aspen-Institut Deutschland. Ich habe eine kurze Bemerkung an Herrn Abgeordneten Wadepool und eine Frage an Professor Neumann. Ich möchte energisch bestreiten, dass Russland das Töten und das Leiden beenden will. Russland will das Regime stützen und Regime-Change ist Anathema für Putin, seine geostrategische Position wahren, Waffen ausprobieren und es den USA zeigen. Und die Flüchtlingsströme in Europa, die werden aus Moskau mit einiger Schadenfreude quittiert. Ich habe kürzlich dem russischen Botschafter gesagt, ihr wollt euch in Syrien als Großmacht profilieren, hättet euch mal vor 4 Jahren im UN-Sicherheitsrat als Großmacht profiliert, als es darum ging, die überproportionale Gewaltanwendung Assads gegenüber zunächst friedlichen Demonstrationen zumindest moralisch zu verurteilen. Frage an Herrn Professor Neumann. Ich habe einen Lehrauftrag für Zeitgeschichte an der Uni Potsdam. Da habe ich es gewagt, für das nächste Semester anzubieten, Krieg in Syrien, Vorgeschichte und Akteure. Ich stimme Ihnen auch zu, dass der Nahe Osten nach dem Konflikt nicht so aussehen wird wie vorher. Herr Keim hat schon etwas spekuliert. Ich würde gern von Ihnen hören, was Sie meinen, was sich grundsätzlich geändert haben würde. Und welche selbstkritischen Lehren aus Kolonialzeit und Irakkrieg sollten für westliche Mächte dort handlungsleitend sein? Das würde mich auch interessieren. Alles einfache Fragen, die kurz zu beantworten sind. Der nächste bitte. Ja, mein Name ist Klaus Liebetanz. Ich bin seit 25 Jahren Fachberater für Katastrophenmanagement. Es ist sehr viel gesprochen worden über militärische Einsätze. Ich meine, vordringlich sollte jetzt sein der zivile Aufbau in den befreiten Gebieten. Hier müssten wir einen wirklichen Schwerpunkt setzen, um zu zeigen, dass wir dieses Gebiet aufbauen wollen. Und unsere deutsche Erfahrung seit 20 Jahren ist, dass ressortübergreifende Einsätze deutscher Kräfte zum Erfolg führen. Wir haben das in Bosnien ist schon erwähnt worden. Sarajevo wurde 4 Jahre lang bombardiert. Ich erinnere Sie alle, es sah genauso aus wie in Syrien. Und heute ist Sarajevo eine blühende Touristenstadt. Danke. Mein Name ist Egidius Ernst. Ich bin Vorsitzender eines Vereins des Forums für Wissenstransfer aus Achim. Ich habe vor einer Woche ein Gespräch gehabt mit Alexi, Pater Alexi aus Damaskus. Er ist Präsident der größten Hilfsorganisation in ganz Syrien. Und er sagte mir, Deutsche, verderbt nicht eure Neutralität dort. Ihr seid Friedensvermittler. Wir haben alle Vertrauen zu euch in allen Regionen. Und er hat mir gesagt, falls einer von Ihnen, ich könnte mir vorstellen, Herr Berger, Sie Kontakt zu ihm aufnehmen wollen, gebe ich Ihnen die Adresse von Herrn Alexi. Und es wäre vielleicht hilfreich. Und seine Meinung war, die Syrer selbst wollen Frieden. Aber
die Konflikte zwischen den verschiedenen Gruppen sind gegeben, wie sie von Herrn Wadepool, glaube ich, präzise und von Herrn Keim präzise angesprochen wurden. Gib Ihnen das an. Schönen guten Tag, ich bin Manaf Hassan. Ich bin Deutscher mit syrischem Migrationshintergrund und ich bin Vorsitzender der syrischen Studenten in Deutschland. Und zwar wollte ich erstmal damit anfangen mit einer gewissen Zahl, die ich in den letzten 3 Jahren höre, und zwar 250.000 Tote. Und diese Zahl, 250.000 Tote, die lese ich seit 3 Jahren, ja? Und sie steigt nicht. Und ich möchte wirklich, dass man die Zahl, die genaue Zahl, mal preisgibt, damit man weiß, dass die Politik, dass die ganze Politik der ganzen Welt gescheitert ist. Weil 250.000 sind es niemals seit 6 Jahren. Die Zahl ist mindestens bei 750.000. Am Anfang sind zwar viele Menschen gestorben, aber es sterben in letzter Zeit noch viel mehr. Das heißt, wir sind mindestens über 500.000, über 500.000. Weiterhin möchte ich mit allen darüber reden und wollte fragen, wie kann es sein, dass wir die ganze Zeit über Russland, Iran reden? Warum reden wir nicht über die andere Seite? Warum reden wir nicht über die USA? Es wurde gesagt von Herrn Miguel, dass die USA, oder nein, von Herrn Keim, dass die USA gerade erst angefangen hat, in den Konflikt einzugreifen. Aber das stimmt doch gar nicht. Die haben sogar vor Russland eingegriffen und das ist seit 1,5 Jahren der Fall. Und in dieser Zeit ist der IS stärker geworden und das ist ein Fakt. Weiterhin möchte ich sagen, dass es wurde ja gesagt, die Mächte Türkei, Saudi-Arabien, warum hat man nicht Katar erwähnt? Katar ist spielt auch eine bedeutende Rolle und hat ebenfalls sehr viel dazu beigetragen, dass die Syrer sich untereinander bekriegen. Die Türkei allein, und wir wissen alle und wir haben alle sicherlich in den letzten Monaten davon gehört, wie der Ölschmuggel zwischen der Türkei und dem IS voranschreitet. Und zwar mehrere Milliarden Gewinne hat die Türkei damit gemacht. Und wessen Verbündete sind das alles? Es sind die Verbündeten unserer Regierung. Und das ist Fakt. Katar, Saudi-Arabien, das sind alles unsere Verbündete. Die Türkei, die türkische Regierung, die ihr eigenes Volk niedermetzelt. Und dann sagt man, dass in Syrien ein Aufstand stattfindet. Ja, das ist richtig. Und das stimmt auch alles. Aber warum kümmern wir uns nur um Syrien? Wir haben auch Probleme in Jemen, wir haben Probleme in Ägypten, wir haben Probleme überall. Auf einmal ist Syrien das kleine Land, ja, und aus dem Land, woher ich komme, ist auf einmal Thema Nummer 1. Warum? Weil es unsere Interessen sind. Unsere Interessen spielen eine große Rolle und man redet über Assad. Ich möchte Sie fragen, wir sind hier auf einer Friedenskonferenz, man möchte über Frieden reden. Aber ich stelle mir die Frage, wenn wir hier über Frieden reden, warum stempeln wir gleich Assad als Diktatoren ab? Und warum sagen wir nicht, dass er auch eine große Bevölkerungszahl hinter sich? Und das ist ein Fakt. Man muss doch dazu stehen, dass ein Präsident einer Nation ebenfalls eine große Bevölkerungszahl hinter ihm steht. Und man kann das nicht verneinen. Wenn man das verschweigt, dann verdreht man Tatsachen. Ich sage Ihnen ein Beispiel, als ich nach Syrien gefahren bin. Im ersten Jahr, ich war jetzt 4-mal in dieser Krise in Syrien, als ich dort war und in Damaskus eine Riesendemonstration für Assad war. Da waren 1,5 Millionen auf der Straße in Damaskus. Da hieß es hier in den Medien, 1,5 Millionen gehen gegen ihn auf die Straße. Wie kann das sein, dass unsere Medien die Tatsachen verdrehen? Das ist nicht normal. Und da wurde mir klar, dass einiges nicht stimmt in diesem Krieg. Irgendwas stimmt hier nicht und da werden bewusst Tatsachen verdreht. Und es kann nicht sein, dass hier die ganze Zeit, also wie gesagt, ich habe hier 1000 Dinge gelesen, Sie sagen mir auch, Herr Neumann, dass 10 Millionen Flüchtlinge geflüchtet sind. Ich möchte gerne wissen, wo sind diese 10 Millionen? Weil ich, wenn ich jetzt an alle Länder denke, wo die Syrer hingeflüchtet sind, wir kommen nicht auf 10 Millionen. Also jetzt, die Antwortrunde kommt gleich, jetzt haben Sie Ihre Frage gestellt, jetzt haben wir noch einen, der die letzte Frage stellt, bitte sehr, und dann gehen wir in die Antwortrunde und dann kriegen wir die Lösung. Eine letzte Sache nur. Ja, aber kurz bitte. Ja, letzte Sache. Und zwar, man sagt ja, wie gesagt, dass Deutschland, wir reden ja die ganze Zeit vom Iran, Saudi-Arabien und so, aber wir sollten vielmehr mal auf uns selber schauen. Deutschland liefert Waffen an Katar, liefert Waffen an Saudi-Arabien und liefert Waffen an die Türkei. Wie kann es sein, dass diese Länder, die den IS fördern und unterstützen und ihn sogar gebildet haben, wie kann es sein, dass diese Länder noch von uns Waffen bekommen? Wie kann das sein? Besten Dank. Die letzte Frage.
Ja, vielen Dank. Christian Johnson, mein Name, Berlin, für die Gesellschaft für bedrohte Völker, zweitgrößte deutsche Menschenrechtsorganisation. Meine Frage richtet sich vor allen Dingen an Herrn Berger, weil wir haben über diese Fragen mit Ihrem Hause ja schon eine Weile gesprochen. Und meine Frage ist ein bisschen polemisch, hätte nicht etwas mehr Selbstkritik auch Ihre Analyse, die Sie heute vorgetragen haben, erstens aufgewertet und zweitens vielleicht auch zu anderen Optionen der Bundesregierung für Genf geführt, die näher an der Analyse der Wissenschaftler gewesen wäre? Weil, wie gesagt, weniger ist manchmal mehr. Schon das Thema, wie kann man Einheit und Frieden in Syrien schaffen, ist vielleicht die Quadratur des Kreises. Die Wissenschaftler haben beide gesagt, möglicherweise müssen wir priorisieren, müssen wir sequenzieren, geht beides nicht zusammen. Von den Fehlern möchte ich einen insbesondere ansprechen, vor dem wir mal gewarnt haben, schon vor über einem Jahr, sehr eindringlich. Und zwar haben Sie ja selber oder wurde gesagt, es ist wichtig, vor allen Dingen präventiv dafür zu sorgen, dass die Konflikte nicht in die Nachbarländer übergreifen, die IS im Visier hat. Da haben wir einerseits jetzt einen Bürgerkrieg aus Syrien zurückimportiert in die Türkei, beziehungsweise die deutschen Medien nennen es jedenfalls Bürgerkrieg zu einem erheblichen Teil, was da seit einem halben Jahr passiert. Und es ist ganz klar mit eine Folge des Syrien-Konfliktes. Wäre vielleicht ganz anders gekommen. Und der nächste Punkt ist, auch Europa ist ja jetzt in einer Krise, in einer so schlimmen Krise wie noch nie. Und selbst die Bundesregierung, die Medien schreiben es jedenfalls, ist in einer Krise. Das alles hat mit diesem Konflikt zu tun. Und möglicherweise hätte man vernünftigerweise schon früher ein paar Dinge tun sollen, die jetzt klar sind, beispielsweise die Rolle der PYD oder des Nordens, wo man jetzt sagt, da müssen wir was machen, da müssen wir eine humanitäre Zone bringen, haben wir unter anderem in der Kirchentagsresolution ja schon gefordert, die wir durchgekriegt haben. Es ist ganz wichtig, dass man die nicht nur als gute Kämpfer bezeichnet in ihrem Haus und aber sagt, dann politisch sind die aber igittigit, da können wir nicht mit denen zusammenarbeiten, das war mal die Option, das ändert sich jetzt gerade. Ich finde wichtig, dass von diesem Syria Recovery Trust Fonds, da sind die ganzen Gelder in den anderen Bereich von Syrien gegangen. In Afrin, diesem eingeschlossenen Ort, ist angeblich ein Reaktor gebaut worden, aber nach unseren Recherchen ist das schon zu Assad-Zeiten passiert. Also da sind viele Dinge nicht passiert, blockiert gewesen lange, die jetzt endlich passieren müssen. Ich stimme den Wissenschaftlern da voll zu und auch den Erkenntnissen, die sie haben, aber noch konsequenter als die Bundesregierung das jetzt in ihrem neuen Plan vorgesehen hat. Da müssen wir besser werden. Danke. Schlussrunde, bevor dann die Kollegin Motschmann das Schlusswort hat. Kollege Wadefuhl. Ja, vielleicht ganz kurz, ist angesprochen worden, Saudi-Arabien soll sozusagen den Syrern jetzt Demokratie beibringen. So hat das, glaube ich, hier vorne keiner gesagt, so ist es auch nicht gemeint. Aber man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass Saudi-Arabien, ob nun legitim oder nicht, faktisch Interessen dort hat und auch mit vielen Oppositionskräften eng verbunden ist, die dort aktiv sind. Und Saudi-Arabien hat ja auch eine Rolle übernommen, Oppositionskräfte zusammenzuführen und sie an den Verhandlungstisch jetzt zu bringen. Das will man ja nur positiv begleiten und die Rolle ist sinnvoll. Jetzt stehen ja gerade die Verhandlungen aus, ob es überhaupt gelingt, sozusagen die Oppositionellen mit an den Tisch zu bekommen, die von allen Seiten dann auch akzeptiert werden. Und das ist nicht besonders einfach, aber darum bemüht sich der amerikanische Außenminister ja gerade mit großer Vehemenz und man kann ihm dabei nur viel Erfolg wünschen. Herr Wittmann, Sie haben die russische Rolle angesprochen und ich habe gar kein idealistisches Bild von Russland. Aber Russland hat wie alle anderen dort einfach auch Interessen. Und Russland hat es sind ja mehrere Motive gewesen, die Russland wahrscheinlich zum Eingreifen dort bewogen haben. Aber man muss Russland einfach bei seinen Interessen abholen und eine Interessenkongruenz suchen, wo es sie gibt. Ich finde, das ist legitim. So macht man auch, glaube ich, Außenpolitik. Und wenn das am Ende dazu führt, dass zunächst einmal die humanitäre Situation, über die habe ich vorhin gesprochen, verbessert wird und insgesamt das dazu führt, dass wir den Wiener Prozess fortführen können und dass konstruktive Verhandlungen geführt werden können, dann halte ich das für sinnvoll und dann sollte man das machen. Mir ging es darum, sozusagen aus der allgemeinen These, man muss Russland einbinden, die ich erstmal richtig finde, einfach etwas konkreter zu werden und einfach auch ganz konkrete Benchmarks für Russland zu setzen, unter denen Konditionen man
diese Verhandlungen hier weiterführen kann. Ob das möglich ist, weiß ich nicht. Dritter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Frage der territorialen Einheit, die ja in dem ersten Wiener Papier so drin steht. Und Ihre Zweifel, meine Herren, die Sie daran geäußert haben, ob das alles realistisch ist und ob das im Irak auch realistisch ist, die kann man ja wirklich nur teilen. Auf der anderen Seite ist es mal so, wenn es denn darüber jetzt mal eine Verständigung gibt, dann würde ich jetzt ungern, weil man sich ja eigentlich freut, dass es überhaupt dieses Wiener Papier gibt, und da gibt es eine ganze Menge Fragezeichen an vielen Stellen, ob das am Ende wirklich säkular sein kann und ob es diesen politischen Prozess wirklich so gibt. Über die Zeitfragen haben wir schon diskutiert, dass wir da erhebliche Zweifel haben. Da würde ich jetzt ungern dieses Papier von vornherein gleich wieder kritisieren oder Punkte da rausschießen wollen, sondern das, was man an Einigung hat, sollte man aus meiner Sicht festhalten. Dass am Ende eher die Idee einer Konföderation, Neumann, würde ich Ihnen ausdrücklich zustimmen, eher wahrscheinlich, wenn es überhaupt noch die, ich will es nicht Fiktion nennen, aber die Idee eines einheitlichen Staates gibt, das Modell sein wird als etwas anderes, das glaube ich auch. Aber man muss eben auch sehen, dass nicht nur die Türkei, auch der Iran, etwa andere wahrscheinlich auch, der Idee, dass wir jetzt dort zu einer Zersplitterung kommen und dass insbesondere sich ein oder mehrere Kurdenstaaten bilden, dass das mehrere in der Region skeptisch sehen. Das ist nicht nur die Türkei so. Und dem sollte man vielleicht auch nicht allzu sehr Vorschub leisten. Ich habe mich sehr gefreut für die Bestärkung. Jetzt ist Elmar Brok, hat glaube ich jetzt gerade den Saal verlassen, aber ich glaube, er hat an der Stelle auch eifrig genickt, dass Sie deutlich formuliert haben, dass die Europäische Union sich hier stärker engagieren muss. Ich glaube, das ist einfach auch die Aufgabe, nicht nur jetzt ganz aktuell für uns hier, jetzt in der aktuellen Flüchtlingsdiskussion, die wir jetzt hier in Deutschland, auch in Europa haben, aber ich glaube schon, dass dieses Jahr 2016 für Europa ein sehr entscheidendes Jahr werden wird, ob es nämlich in der Tat gelingt, einige große Striche sozusagen gemeinsamer Außen- und Sicherheitspolitik zu zeichnen, insbesondere in dieser Region, weil man einfach, und wenn das das Minimum an Motivation ist, weil man einfach feststellt, das ist vor unserer europäischen Haustür und wenn wir uns dessen nicht gemeinsam annehmen, dann macht es vielleicht kein anderer und dann kommen all die Probleme zu uns nach Europa. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und wie oft bei Diskussionen, leider kann man natürlich jetzt auch nicht auf alle Fragen im Detail eingehen, aber lassen Sie mich ein paar Punkte erwähnen. Und ich stimme Herrn Wadepohl auch eindeutig zu, was jetzt die Frage auch der territorialen Integrität angeht. Wir wissen am Ende nicht, wie der Nahe Osten nach dieser Krise aussehen wird, aber unser Ziel ist auf jeden Fall der Erhalt der territorialen Integrität, und zwar sowohl in Syrien als auch im Irak. Das ist unser Ziel und in diese Richtung arbeiten wir. Wir haben keinerlei Interesse an einem Zerfall dieser Staaten, der weitere Probleme schaffen würde. Und zwar, das gilt sowohl für Syrien als auch für Irak. Welche Modelle sind denkbar? Dezentralisierung, stärkere Autonomie, natürlich auch ganz entscheidend das Thema Versöhnung und innenpolitischer Ausgleich. Das gilt auch für den Irak zwischen Kurden, Sunniten und Schiiten. Gesellschaft für bedrohte Völker, mehr Selbstkritik, ja natürlich. Ich hätte natürlich eine lange Liste über das vortragen können, was man vielleicht in den letzten 4,5 Jahren hätte besser und anders machen können. Ich glaube, in der Quintessenz ist es doch so, und Sie hatten das auch erwähnt, Ihr Gespräch mit dem Pater Alexi. Ich glaube schon, dass wir eine besondere Glaubwürdigkeit in Syrien haben. Also die Tatsache, dass wir keine koloniale Vergangenheit haben, die Tatsache, dass wir von Anfang an in Syrien für eine politische Lösung eingetreten sind, gibt uns, glaube ich, hinreichende Glaubwürdigkeit, um mit allen Beteiligten zu sprechen. Und ich habe hier natürlich auch die Kritik gehört an Katar, an Saudi-Arabien, an der Türkei. Der Punkt ist doch der, wenn wir eine Lösung finden wollen, dann geht das nur, indem wir mit allen reden, die dort eine Rolle spielen. Und dann können wir nicht Vorbedingungen formulieren oder andere Themen mit auf den Tisch legen, sondern dann müssen wir schauen, dass wir ganz konkret an Lösungen arbeiten. Und dafür brauchen wir
all die hier Beteiligten. Und einer der Vertreter aus Syrien hat ja gesagt, Assad hat Unterstützung im Land. Das waren, glaube ich, Sie. Ja, das ist richtig. Und ich gehe auch davon aus, wenn es jetzt Wahlen gäbe, würde die Baath-Partei wahrscheinlich 20-25% immer noch bekommen. Aber der Punkt, und deswegen hatte ich das erwähnt, ich habe Umfragen gelesen, 20-25%. Aber egal, es geht jetzt nicht um die Zahlen. Es geht darum, wir brauchen... Ja. Ja, ich kann Ihnen die Umfrage belegen. Ich kann Ihnen die Umfrage belegen, aber sofern man Umfragen in einem Land wie Syrien machen kann. Aber ich will auf einen politischen Punkt rausgehen. Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Wir brauchen Assad für eine Lösung des Konflikts. Aber das neue Syrien kann nicht mit Assad stattfinden. Nein, natürlich wird das syrische Volk das entscheiden. Und deswegen wird es Wahlen geben. Wir haben jetzt nicht genau das Ziel, dass Sie im Konsens die Antwort bekommen. Genau. Lassen Sie ihn ausreden und dann machen wir es genau am Podium fertig. Das syrische Volk wird das entscheiden. Und deswegen hatte ich ja auch darauf hingewiesen, es gibt einen innersyrischen Prozess, um die Verfassungsänderung und all diese Dinge zu besprechen. Und am Ende müssen freie Wahlen stehen. Für uns ist klar, dass jemand, der verantwortlich ist für den Tod von Hunderttausenden von Menschen, in Lagern, unter übelsten Bedingungen, dass derjenige keine Rolle spielen kann in einem neuen Syrien. Das ist für uns klar. Und das ist die Politik der Bundesregierung. Ob das am Ende so kommt, weiß ich nicht, aber das ist unsere Haltung dazu. Die Rolle Iran und Russland. Ich glaube, zu Russland habe ich eine ganze Menge gesagt. Natürlich muss man auch die Rolle des Iran kritisch sehen. Iran hat sehr konkrete strategische Interessen. Die Unterstützung der Hisbollah ist erwähnt worden. Und wir vermuten, dass es letztlich vielleicht sogar einfacher ist, sich mit Russland, das ja globalere Interessen vertritt, zu verständigen als mit dem Iran. Das wird noch eine ganz zentrale Herausforderung. Letzter Punkt, der Aufbau der befreiten Gebiete, wie das der Fragesteller genannt hat. Wir haben ein Programm, durch das wir mit den lokalen Räten in Syrien Unterstützung leisten in den von der Opposition kontrollierten Gebieten. Und zwar lokal verwaltete, vorgeschlagene Projekte. Das ist der von Ihnen erwähnte Syrian Recovery Trust Fund. Da zahlen eine ganze Reihe von Ländern ein. Da laufen viele Projekte. Und natürlich müssen wir den Menschen vor Ort helfen, die jetzt ganz konkret unter diesem Krieg leiden. Abschließend will ich nur sagen, die Punkte, die ich Ihnen erläutert habe, die auf der Tagesordnung stehen, das sind die Dinge, an denen wir arbeiten. Ich würde die Erwartungen auch dämpfen. Ich würde sie niedrig hängen, aber das enthebt uns nicht von der Verantwortung, alles dafür zu tun, um in Syrien zu einer politischen Lösung zu kommen und dieses Sterben zu beenden. Dankeschön. Ich will versuchen, auf zwei Punkte einzugehen. Ich versuche es mal mit der Selbstkritik. Und mit Selbstkritik muss man ja immer vorsichtig sein. Das hat so etwas Besserwisserisches. Also sozusagen, ich wüsste es besser und ich hätte es auch vor Jahren besser gewusst. Ich weiß es nicht besser. Aber wenn man nochmal so Revue passieren lässt und wenn wir uns versuchen, so in das Jahr 2013, 2012 zurückzuversetzen, dann hätte ich zumindest eine ganz demütige Frage. Und die Frage würde lauten, welchen Gefallen sich viele westliche Regierungen getan haben, damit, dass sie die Abdankung von Präsident Assad zur Conditio sine qua non eines jeden politischen Neuanfangs in Syrien gemacht haben. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Mein Punkt ist nicht, dass es ein netter Mann ist. Mein Punkt ist auch nicht, dass man das nicht denken kann oder dass man das als langfristiges Ziel im Sinne haben kann. Meine Frage ist, wie laut man es sagt. Weil drei Dinge hat das ja zur Folge gehabt. Erstens, es hat zur Folge gehabt, dass die diplomatische Kompromissbereitschaft bei null gewesen ist. Die zweite Folge ist, dass wir Erwartungen, die Bundesregierung jener Zeit, aber auch viele andere westliche Regierungen, mir geht es gar nicht jetzt hier darum, die Bundesregierung zu kritisieren, dass wir Erwartungen geweckt haben bei der syrischen Opposition, die wir letztlich nicht eingehalten haben, also der politischen Unterstützung bis hin zur militärischen Unterstützung. Und dass wir drittens bei Russland den Eindruck erweckt haben, es ginge gar nicht um Syrien, sondern es ginge um Regimewechsel. Also so etwas, auf dem Ohr hört Russland ja sehr gut. Und letztlich frage ich mich, ob wir uns nicht besser einen größeren Gefallen getan hätten, letztlich von einem anderen Punkt anzufangen, nämlich zu sagen,
eher unpolitisch und zu sagen, Ziel eines jeden westlichen Engagements ist es, erstmal das Morden zu beenden, das Töten zu beenden. Und dafür gibt es ja auch ein Modell westlicher Politik. Letztlich ist das der Ansatz der Bosnien, der Balkankriege der 90er Jahre gewesen, wo wir gesagt haben, auch Herr Milosevic, will ich jetzt nicht mit Herrn Assad vergleichen, nochmal eine andere Preisklasse, aber zu sagen, das persönliche Schicksal, das politische Schicksal von Herrn Milosevic klammern wir aus. Und der Ansatzpunkt ist zu sagen, wir versuchen ein politisches Momentum zu schaffen, um das Morden zu beenden und den Konflikt erstmal stillzustellen. Und alles, was dann passiert, klammern wir aus. Da würde ich in der Rückschau sagen, vielleicht hätten wir uns einen Gefallen getan, das als anderen Startpunkt zu wählen. Aber wie gesagt, vor wenigen Jahren habe ich es vielleicht auch nicht besser gewusst. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, weniger ein Gegenargument, sondern nur ein K-Wert mit der humanitären Unterstützung. Wir müssen uns ja vergegenwärtigen, wenn wir mit lokalen Partnern vor Ort arbeiten bei der humanitären Unterstützung, drohen wir ja letztlich, politische Endzustände zu präjudizieren. Weil sozusagen, wenn wir eine Wasserleitung bauen, ein Stromnetz bauen, steht ja immer die Frage darum, wer sind denn die lokalen Partner? Sozusagen, man zementiert ja den aktuellen Zustand und droht über etwas Humanitäres politisch Partei zu ergreifen. Mein Punkt ist also nur zu sagen, ich glaube auch scheinbar unpolitische Felder der Politik, Wasserversorgung, Stromversorgung, Bildungssystem, würde es, glaube ich, in einer Bürgerkriegssituation, wie wir sie jetzt vorfinden, kaum geben. Das heißt, das würde ich nicht als Argument wenden wollen, zu sagen, sowas nicht zu machen. Man muss sich darüber nur im Klaren sein. Ich möchte nur ganz kurz antworten, weil Sie bestimmt schon gespannt drauf sind, was Frau Motschmann gleich zu berichten hat. und mir nur zwei Fragen herausgreifen. Die erste ist, was steht am Ende von diesem ganzen Prozess? Wenn man sich natürlich anschaut, was in den letzten Jahren von Experten, auch Experten, die ich sehr respektiere, vorausgesagt wurde, da hat wenig gestimmt. Und die Tatsache ist, dass wir inmitten einer, das muss man auch selbstkritisch anmerken, dass wir inmitten einer historischen Transformation stehen und dass die gesamte Region nicht nur aus einer Richtung durchgeschüttelt wird, sondern aus drei Richtungen. Da gibt es einen konfessionellen Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten, da gibt es eine Auseinandersetzung zwischen autoritären Herrschern und vor allem Islamisten. Und dann gibt es den Aufstieg dieser apokalyptisch-dschihadistischen Gruppen wie dem Islamischen Staat. Und ich glaube, wir sind in einer Situation wie im Jahr 1916 in Deutschland. Da hätte Ihnen auch keiner genau sagen können, wie genau die europäische Nachkriegsordnung aussehen wird, weil wir noch mitten im Ersten Weltkrieg waren. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, was am Ende dieses ganzen Prozesses sein wird und wann das passieren wird. Und ich glaube, solche Voraussagen, die gehen dann auch meistens schief. Was ich weiß, ist, dass das wahrscheinlich die wichtigste und die tektonischste Auseinandersetzung ist, die wir in der Region gesehen haben seit einem Jahrhundert. Die andere Frage, die ich ganz kurz ansprechen möchte, ist auch die Frage nach dem zivilen Aufbau in befreiten Gebieten. Ich kann das nur unterstützen, was Herr Berger sagt. Ich kenne viele Leute, die dabei mithelfen, die in der Türkei sind, in der Grenzregion und für Organisationen arbeiten, die in Idlib zum Beispiel in der Provinz dabei mithelfen, zivile Governance, wie es so schön heißt, aufzubauen. Das Problem ist zweierlei. Das Problem ist erstens, dass es in diesen Gebieten keine Flugverbotszone gibt. Das heißt, das Risiko ist, wann immer man etwas aufbaut, kann es sein, dass die Regierung von Bashar Assad vorbeifliegt und es wieder kaputt macht. Und das zweite Risiko ist, dass in vielen Oppositionsgebieten zu diesen Oppositionsbündnissen eben auch Gruppen gehören, denen wir sehr skeptisch gegenüberstehen, also extremistische Gruppen wie zum Beispiel Jabhat al-Nusra. Und dass in vielen solchen Situationen die Amerikaner dann sagen, genauso wie andere westliche Staaten, ganz entgegen dessen, was immer erzählt wird von den Verschwörungstheoretikern, dass also Amerika die Extremisten unterstützt. In solchen Situationen wird dann häufig von den Amerikanern gesagt, wir wollen überhaupt keine Unterstützung in dieses Gebiet hineingeben, weil es besteht ja ein Risiko, dass dieses Geld und diese Materialien dann letztlich bei Extremisten landen. Und das behindert den Aufbau in den sogenannten befreiten Gebieten, sowohl die Angriffe der Regierung als auch das Problem mit der Opposition, nämlich, dass auch Extremisten zur Opposition gehören und dass viele westliche Regierungen sich dann lieber heraushalten. Besten Dank ans Podium.
für die Ausführungen, für die Diskussion. Besten Dank an Sie für die Zeit, dass Sie gekommen sind, dass Sie mitdiskutiert haben. Das Thema wird uns sicherlich nicht schnell verlassen. Und die Kollegin Elisabeth Motschmann wird jetzt den Versuch unternehmen, Herrn Professor Neumann zu widerlegen und doch eine fundierte, belastungsfähige Prognose abzugeben. Besten Dank. Es gibt noch genügend Kaffee, habe ich gehört, draußen. Da können wir uns noch zusammensetzen oder stellen, besser gesagt, und noch uns austauschen. Besten Dank. Ich hätte jetzt Stoff für ein halbstündiges, ganzstündiges Abschlussreferat. Das werde ich Ihnen ersparen. Wenn ich in einem Satz zusammenfassen sollte, was wir heute gehört haben, dann würde ich sagen, wir befinden uns am Beginn eines, ganz am Beginn eines Prozesses, eines Weges, einer Reise zur Befriedung von Syrien. Und wir brauchen ganz, ganz viel Geduld. Die Worte sind hier gefallen. Und unseren syrischen Teilnehmern möchte ich gerne sagen, es geht um die Befriedung Syriens. Und nun können Sie fragen, was geht euch das an? Da sage ich, es geht uns viel an. Denn wenn so Entsetzliches vorkommt wie in Madaya, wie mit den Fassbomben, wie mit dem Tod durch Terror, dann können wir als westliche oder als Weltgemeinschaft, Völkergemeinschaft, doch nicht weggucken und können sagen, seht zu, wie ihr klarkommt. Das ist unser Ansatz nicht. Wir wollen euch helfen mit Politik, mit Wissenschaft und mit vielen, vielen Anstrengungen militärisch. Auch das gehört ja leider dazu. Und insofern dürfen Sie am guten Willen unserer Bemühungen niemals zweifeln. Die Fragen, die Johann Wadephul am Beginn gestellt hat, sind ansatzweise schon beantwortet. Das Interesse von Saudi-Arabien, das Engagement der EU und wie tritt man dem islamistischen Terrorismus wirksam entgegen. Aber diese Fragen werden uns natürlich weiter begleiten in diesem langen Prozess und es gibt auf keine der Fragen eine schnelle, einfache Antwort. Eins ist mir aus allen Beiträgen deutlich geworden. Das Ziel, Herr Berger, Sie setzen auf den politischen Prozess, das ist ja auch richtig. Aber das Ziel, in 6 Monaten eine Übergangsregierung zu haben und in 18 Monaten freie Wahlen, da sage ich Ihnen, das ist ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel und ich sage es Männern ungern, aber es ist ein ziemlich unrealistisches Ziel. Das ist fast nicht erreichbar. Aber ohne dass man sich Ziele setzt, kann man auch keine erreichen. Professor Neumann hat uns 3 Punkte genannt, die ich hier nochmal zusammenfassend nennen möchte, weil ich glaube, dass das der Weg ist, den wir bestreiten müssen, nämlich erstens die Eindämmung des Islamischen Staates. Und dafür werden wir auch militärische Unterstützung brauchen. Das ist durch Herrn Keim auch deutlich gesagt. Wir werden hier ohne Waffen leider keinen Frieden schaffen können, sondern sind in einer Situation, wo mit guten Argumenten und Verhandlungen, zumindest mit dem IS-Staat, wir diese Region nicht befrieden können, auch wenn wir es uns alle wünschten. Dann habe ich verstanden, dass wir uns die Teilnehmer des politischen Prozesses nicht nach unserem Gutdünken oder Gefallen aussuchen können, sondern wenn wir Frieden schaffen wollen, dann müssen wir mit allen, fast allen reden, nicht mit dem IS-Staat, aber mit den anderen, ob sie uns näher oder ferner stehen, ob sie unsere Werte verstehen oder nicht verstehen, ob es sich um Demokratien oder andere Systeme handelt, all das muss man zurückstellen, wenn das erste Ziel ist, Frieden schaffen, Eindämmung des Islamischen Staates. Das zweite war, dass der Terrorismus insofern bekämpft werden muss,
dass die Basis zerschlagen wird, dass die Trainingslager zerschlagen werden, dass die Geldströme eingedämmt werden. Denn nur dann geht auch einem islamischen Staat die Luft aus. Und drittens haben Sie das gesagt, was für mich und vielleicht wirklich am allerwichtigsten ist, das ist der Waffenstillstand und die humanitären Zonen. Das muss das Allererste sein, weil Menschen leiden unendlich. Und es hat mich angegriffen, die Bilder im Fernsehen aus Madaya zu sehen, wo Kinder, Frauen, Alte Blätter essen müssen, weil es nichts mehr zu essen gab. Die sind verhungert, gestorben zum Teil, weil sie abgeschnitten waren von jeglicher humanitärer Hilfe. Und da muss der erste Ansatz sein, dass man ein Zugangswege ermöglicht. Und es sind eben nicht nur die 40.000 eingeschlossen, sondern inzwischen im ganzen Land ja wohl 400.000. Und das ist etwas, was uns wirklich auch seelisch angreifen muss und nicht loslassen darf. Und insofern können wir nicht weggucken oder wäre es uns egal, was in diesem Land geschieht. Ich schließe damit, dass ich allen danke für diese Beiträge. Ich glaube, wir sind alle ein Stück weit ernüchterter, aber vielleicht auch ein Stück weit motivierter, an den unterschiedlichen Baustellen weiterzuarbeiten. Wir brauchen die Wissenschaft ganz dringend und deshalb ist auch schön, dass das King's College heute hier angereist ist aus London. Die brauchen wir für die Politik und ich hoffe, dass wir weiterkommen mit der Bekämpfung der Fluchtursachen. Und da können Sie alle nur uns unterstützen und den guten Willen aller derer, die daran mitarbeiten, unterstellen. Vielen Dank.